Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen. Eine Hälfte. Kali. Und die andere ich, der Max. Hallo. Hallo. Wir sind in Folge Nummer 168 und heute wird es gehen um den Film Der Kongress tanzt. Hast du von diesem Film schon mal gehört vorher? Nein. Das kann ich ganz schnell abhandeln. Gut, ich habe, irgendwie bin ich da glaube ich schon mal drüber gestolpert, so im Sinne deutsche Filmgeschichte, so drüber stolpern halt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde es auch immer nicht repräsentativ, wenn man mich fragt, ob ich ältere deutsche Filme kenne, weil ich mich mit der Materie selber noch nie großartig auseinandergesetzt habe. Naja, kann ja sein, du bist ja so Musical-affin und das hier scheint ja oder soll angeblich eine Operette sein, habe ich gehört, gelesen. Ich habe auch noch nichts von dem Film gesehen in bewegten Bildern, nur hier halt die paar Verpackungsbilder und so, ein bisschen jetzt im Netz gerade. Eine Mini-Recherche betrieben, abseits von Wikipedia, weil da kann ja jeder gucken. Hast du irgendeine Erwartungshaltung? Hast du jetzt schon irgendwas angeguckt, angelesen? Nee, überhaupt nicht. Ich bin total wissensfrei. Der Film wird jetzt sozusagen mein Wissen selbst sozusagen aufbauen. Nee, also wie gesagt, auch ich habe davon noch nie gehört. Ich bin zwar musikfilmaffin tatsächlich, aber ich habe dann eher, da bin ich dann doch eher DDR geprägt, dass ich dann halt solche Sachen wie Heißer Sommer oder alles so in diese Richtung halt geguckt habe von klein auf. Aber so alles so, was so vor DDR kam, das ist für mich noch ein weißes Blatt und da habe ich noch sehr, sehr viel aufzuholen tatsächlich. Ja, ich erwarte mir viel Musik, Gesang. Ich glaube, Verwechslungskomödie las ich das so halbwegs auf dem Cover der Blu-ray, die wir jetzt gleich gucken werden. Und aber sonst habe ich halt auch nicht weiter irgendwie großartig Ahnung. Was erwartest du dir? Was sind deine Gedanken? Hoffentlich geht der Film schnell vorbei, oder? Das klingt ja jetzt wieder so negativ. Stellst du mich ja jetzt, bevor ich überhaupt hier irgendwo eine Erwartungshaltung habe. Ist einfach nur eine Möglichkeit. Oder denkst du, oh, eine Operette, jetzt habe ich mehr Interesse, oder? Naja, ich meine, das Gute bei Operetten ist ja, dass du den Text halt noch verstehst, wenn sie den singen, im Gegensatz zur Oper manchmal. Ich habe da noch keine großartige Idee, wie das sein könnte. So von der Rahmenhandlung stelle ich mir einen Film vor, den wir schon mal besprochen haben, auch eine Wiederaufführung, aber ich überlege gerade, wie der heißt. Ich komme jetzt nicht auf den Titel tatsächlich. Naja. Auf jeden Fall haben wir den mal mit Christian besprochen. Das war aber kein Musikfilm, das war klassisch, das war halt auch ein deutscher Film. Meinst du den, den wir im Garten aufgenommen genau, haben? Genau, den. Und der hieß, das war dieses Victor und Victoria war das. Genau, also das Bild, was ich im Kopf habe, ist so in Richtung Victor und Victoria. Was ich von der Erwartungshaltung her, kann natürlich auch komplett daneben liegen, erwarte schwarz-weiß. Also der Film ist von 1931, ja, der ist schwarz-weiß. Naja, ich wusste jetzt nicht, dadurch, dass ich den Film nicht kenne, kann ich ihn auch nicht einordnen. Ja, okay. dann hoffentlich schöne Musik, ne? Ja, damit können wir eigentlich einsteigen. Ich werde dann gleich noch, also wir werden jetzt gleich Pause drücken, den Film gucken, dann die Aufnahme wieder starten. Das wird für euch jetzt hier so ein kleiner Clip sein. Ich werde dann nochmal, wenn wir den Film geguckt haben, nochmal nachgucken, welche Folge Victor und Victoria war. Ich glaube, der ist von 33, also ist zeitlich eben auch sehr dicht dran. Und ja, Blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Ja, dann schwingen wir jetzt gleich das Tanzbein. Ja, können wir gleich machen, aber erstmal würde ich die Frage zurückgeben wollen. Hast dich ja schön rumgedrückt jetzt. Was denn? Was erwartest du denn? Ja, habe ich nicht schon gesagt gehabt. Gute Musik und Tanz und tralala. Eine seichte Geschichte vielleicht so. Bin ein bisschen gespannt, weil spielt ja anscheinend zu Zeiten des Wiener Kongress, gehen wir nachher gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, 1814 und ist ja eigentlich so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, Restauration und Säkularisierung, die Wiederherstellung der alten Ordnung in Europa, nachdem nun Napoleon sozusagen seinen großen Feldzug durchgezogen hatte. Und gucken, wie das so vielleicht eben in der Zeit von Anbahnen der Weltwirtschaftskrise, hohe Arbeitslosigkeit sich ebenso in einem modernen, also damals eben der modernen Operette so niederschlägt. Hast du denn ein gutes historisches Wissen aus der Zeit? So halb. Okay. Viertel. Okay. Gefährliches Halbwissen. Das ist ja eh immer so unser Thema hier. Genau. Na gut. Jo, dann gucken wir jetzt einmal den Film Schwing das Tanzbein zu Der Kongress tanzt. So, und damit haben wir den Film geschaut.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt zwischen Film gucken und Aufnahme wieder aufnehmen. Victor und Victoria war unsere Ausgabe Nummer 147. Da haben wir uns also ins Jahr 1933 begeben. Jetzt sind wir mit Der Kongress tanzt im Jahre 1931 gelandet. Und ich hatte nochmal nachgeguckt. Wir haben drei Filme bisher von 1931 im Archiv. Das ist einmal M, Meine Stadt sucht den Mörder. Übrigens einer der ersten deutschen Tonfilme. Etwas, was dann heute auch nochmal ein bisschen relevant werden wird. Wir hatten Little Caesar relativ früh in unserer Wiederaufführungsbesprechungsrunde mal. Und den dritten Film, den habe ich mir tatsächlich einfach nicht gemerkt. Da ist also noch einer im Archiv. Den habe ich gerade wieder vergessen, als ich vorhin halt nachgeguckt. Ja, das Jahr 1931. Genau, also als der Film angefangen hat, habe ich mich an einen anderen Film erinnert gefühlt, den ich mal gesehen habe, und ich habe ihn auch unbewusst damit verglichen. Und ich möchte jetzt nur an dieser Stelle, bevor wir mit der Einleitung zu dem Kongress tanzt weitermachen, sagen, die Drei-Groschen-Oper, auch von 1931. Georg Wilhelm Pabst, die genau, Variante. Genau, die Variation, die habe ich ja gesehen, und davon habe ich ja auch den Soundtrack, den ich immer rauf und runter hören kann. Und dementsprechend dieser Vergleich, also hat sich bei mir relativ schnell aufgedrängt, ja. Haben wir den auf DVD, Blu-ray? Da kam es ja irgendwie noch vor kurzem. Ja? Ich meine schon. Also, habe ich auf jeden Fall mal gehabt. Aber klassischen Film ist oft so, wenn ich die mal verliehen habe, dass die nie wiederbekommen haben. Ja, vor allem, ich meine, es gab jetzt im letzten Jahr eine neue Auflage davon irgendwie. Da, aber die haben wir, glaube ich, nicht. Nee. Der Kongress tanzt 1931. Ich würde jetzt ein bisschen zu den Personalien kommen. Die verbinden sich nämlich dieses Mal tatsächlich völlig oder wenig überraschend eigentlich, weil ich ja schon angekündigt habe, dass die Filme, die ich immer hier anschleppen werde in der nächsten Zeit, alter deutscher Kram sein wird. Und da tauchen dann nämlich oder werden wir manchen Gesichtern demnächst wieder begegnen. Aber erstmal die Regie. Erik Charell, keine Ahnung, Charell geschrieben, hat 2,5 Regie Credits in der IMDb und sonst wo, ist vor allem anscheinend als Schreiberling aufgetreten und war anscheinend eher auch Theaterregisseur, der eben vor allem hier jetzt für den Kongress tanzt von Produzent Erich Pommer von der Bühne zur Filmbühne geholt worden ist. Und das vielleicht größte Vermächtnis von Erik Charell liegt anscheinend in der Komposition von Im weißen Rössel. Schnieke. Von Peter Alexander bis, weiß ich nicht, wer da alles schon mal sich rumgetrieben hat. Hast du ihn schon mal gesehen? Der mit Peter Alexander? Mhm. Ich glaube nicht. Vielleicht ein Auszügen. Also der Titel ist entweder einer dieser vielen Titel, die mir bekannt sind, aber die ich nicht gesehen habe. Ich habe schon ein paar Sachen jetzt mit Wörthersee, also am tatsächlichen Wörthersee von den Lisa-Filmproduktionen mal ein bisschen was gesehen, aber im Weißen Rüssel noch nicht. Aber den haben wir den schon oder haben wir den noch nicht? Ich weiß nicht genau. Könnte sogar sein, dass der hier irgendwo rumsteht. Also wir haben ihn auf jeden Fall, weil der ist in meiner Kollektion drin. Das kann ich an dieser Stelle sagen. Ich habe Im weißen Rössel in zwei Variationen gesehen. Einmal in der Peter-Alexander-Variation und dann auch noch mal in einer sehr modernen Variation mit Diana Amft in der Rolle sozusagen. Das wäre ein Film, der paar Jahren auch noch mal im Kino war, aber den Soundtrack sozusagen modern angepasst hat. Hatte ich kurz mitgeguckt oder so, ne? Hast du ihn mal zu Hause geguckt? Ja, leider. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich geärgert, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, weil der war so trashig, dass er so viel Spaß gemacht hat, wie es im Musical auch machen soll. Und ich weiß auch, dass der bei uns im Theater lief und ich habe immer vergessen, Karten zu holen und das habe ich nicht geschafft. Ah, ja. Also auf jeden Fall habe ich zu diesem Stück eine Verbindung und habe es auch schon gesehen in mehrerer Variation. Und ich fand auch den Film mit Peter Alexander sehr, sehr schön. Mhm. Vielleicht ja auch mal irgendwann in der Wiederaufführung. Kann ja meine Reise durch den deutschen Film oder deutsch-österreichischen Film in dem Fall wahrscheinlich immer noch weiter fortsetzen. Da wird mich ja nichts dran hindern. Genau, das zu Erik Charell. Ich nenne jetzt einfach Charell, mir egal. Damit geht es weiter zu den beiden Hauptrollen. Und die eine Hauptrolle ist Lillian Harvey. Klingelt da bei dir irgendetwas? Jetzt so ganz allgemein, nicht unbedingt jetzt ganz schon konkret mit irgendwas verbunden, aber so, wenn du den Namen Lillian Harvey hörst. Nein, kenne ich nicht. Alles klar. Ist das die Blonde gewesen? Die Hauptdarstellerin. Ja, okay. Also für mich ist der... Ja? Die Christel. Genau. Die Handschuhmacherin, die aber irgendwie eigentlich Blumensträuße verkauft. Ah nee, die Blumensträuße. Später mehr. Lillian Harvey. Und da ja Wikipedia und sowas, das kann ja jeder.
und ich gucke allgemein sowieso gerade viel zu viel auf digitale Oberflächen, habe ich jetzt mal ein Buch rausgekramt, das da heißt Filmkünstler A bis Z in der Reihe Meyers Taschenlexikon aus dem Jahre 1967, VEB, Bibliographisches Institut Leipzig, um das mal kurz einzuordnen. Hier ist noch Joachim Reichow oben drüber geschrieben. Und da sind völlig überraschend Filmkünstler von A bis Z aufgezählt. Und der Eintrag zu Lillian Harvey, die übrigens 68 gestorben ist, so viel habe ich noch dann doch nochmal im Internet nachgeschaut, der lautet Harvey Lillian, eigentlich Lillian Pape oder Pape, keine Ahnung, deutsche Schauspielerin, geboren 19. Januar 1906 in London. Ich hatte jetzt irgendwie gesehen, dass der Geburtsort anscheinend mittlerweile ein bisschen präziser benannt worden ist. Nahm Tanzunterricht, ging zum Ballett und trat in zahlreichen Revuen auf. Der Regisseur Richard Eichberg entdeckte sie für den Film. Und jetzt Achtung, mit Willy Fritsch bildete sie jahrelang das populärste Liebespaar im deutschen Film. Dazu gleich später mehr. Während der Hitlerzeit verließ sie Deutschland, konnte aber weder in Hollywood noch in Frankreich an frühere Erfolge anknüpfen. Nach 45 gastierte sie in Operetten und Revuen. Dann sind hier so ein paar Filme von ihr aufgezählt. Die haben auch alle nicht gesehen haben. Lillian Harvey, hatte ich überflogen, die Filmografie. Da ist zum einen zu nennen Die drei von der Tankstelle. Das dürfte ein Begriff sein, ganz grundsätzlich erstmal, ne? Auf jeden Fall. Ist auch ein sehr, sehr schönes Musical, kann ich an dieser Stelle sagen. Ich habe es sehr, sehr genossen, überraschenderweise. Ich habe es bis jetzt aber nicht im Film erlebt, sondern nur auf der Bühne. Aha, genau. Genau, ich habe von der Verfilmung gesprochen, in der meines Wissens Heinz Rühmer noch einer der drei Tankstellen-Hobbys ist. Ist doch die einzige Verfilmung, die ich kenne. Ja. Und sie wird uns demnächst begegnen in einem Film von 1937, der da heißt Sieben Ohrfeigen. Der ist demnächst hier bei der Reise durch alte deutsche Filme dann ebenfalls zu hören. Ja, das zu Lillian Harvey. Und es ist ja jetzt schon fast wahrscheinlich rübergekommen, wer die männliche Hauptrolle spielen wird. Und das ist nämlich der Name Willy Fritsch. Und auch hier wieder die Frage, wie ist es bei dir, wenn der Name Willy Fritsch erklingt? Also da ist immer noch eine schwarze Wolke, weil nein. Also ich meine auch, als wir den Film gesehen haben am Anfang, wo die ganzen da schon aufgelistet waren, hast du mich gefragt, welchen Namen ich kenne, und dann habe ich dir drei Namen genannt und dieser hier war, da gehörte nicht der Fritsch dazu. So. Naja. Genau, Willy Fritsch bei mir. Ich hatte nachgeguckt und wir haben schon einen Film mit Willy Fritsch im Archiv, und zwar, tada, die allererste Wiederaufführungsfolge Frau im Mond von Fritz Lang, da hat er mitgespielt. Ich habe ihn vor kurzem gesehen in einem Film von 1933, von dem ich punktuell extrem angetan war, weil der eine unglaubliche Schnittbildton nahe an der Perfektion hat in manchen Szenen. Der heißt Walzerkrieg. Da spielt er den Pauker Gustl in der Hauptrolle. Und das klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber war... Ja, also ich habe mit Walzer nicht so viel am Hut. Ich wippe beim Takt so ein bisschen mit dem Fuß mit, aber... ist jetzt nicht unbedingt meine Welt, aber da gab es Szenen, wo wirklich ein Top-Schnitt zur Musik war. Das war sehr beeindruckend. Und jetzt komme ich wieder zu dem Eintrag, den Willy Fritsch hat in dem Buch Filmkünstler A bis Z. Wann ist denn das Buch eigentlich? Ich habe gesagt 1967. Ach, 67, okay, gut. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Willy Fritsch, deutscher Schauspieler, geboren 27. Januar 1901 in Katowice, war ursprünglich Ingenieur, ging dann aber an die Schauspielschule Max Reinhardts. Er wurde erst Bühnen-, dann Filmschauspieler und war, vor allem in Liebhaberrollen, fast ein Jahrzehnt einer der populärsten Schauspieler im deutschen Unterhaltungsfilm. Dann kommt wieder hier ein kleiner Abriss zur Filmografie. Und das habe ich schon gesagt, was ich von ihm gesehen hatte und was uns hier vielleicht demnächst erwartet. Demnächst erwartet uns hier nämlich auch noch Amphitryon. Ich glaube, der Untertitel oder Beititel ist Aus den Wolken kommt das Glück von 1935. Habe ich auf der Bühne gesehen? Das ist doch eine gute Grundlage. Dann haben wir nämlich etwas, worüber wir demnächst sprechen werden in einer der kommenden Folgen. Ich plane ja chronologisch vorzugehen. Den anderen habe ich schon vergessen. Von 1932, das ist nämlich, glaube ich, der nächste Film, den ich mitnehme. Habe ich mir hier zumindest aufgeschrieben. Ich bei Tag und du bei Nacht von 1932. Der wird hier demnächst laufen, wenn du dann wieder dran gewesen bist mit einem Film. Dann habe ich festgestellt, Willy Fritsch hat auch in der Nazi-Zeit noch ordentlich in Deutschland produziert, und zwar unter anderem in den Filmen von 1941, Frauen sind doch bessere Diplomaten, und dem 1946, glaube ich, dann erst fertiggestellten, aber noch im Krieg gedrehten Die Fledermaus, unter anderem mit Joppy Heesters.
die ich tatsächlich beide hier rumstehen habe, auf so einer Sammelbox, in großen Anführungszeichen, die schönsten Musikfilme oder Melodiefilme oder irgendwie sowas, wo man natürlich sich schon ein bisschen am Kopf kratzen darf, wie man die, ob man die einfach so hoch in den Himmel loben sollte, gerade zu dieser Entstehungszeit. Und Willy Fritsch hat auch dann nach dem Krieg weiter Filme gemacht, unter anderem in Grün ist die Heide, in der Verfilmung von 1951. Habe ich gesehen. Ist, glaube ich, einer der, in Anführungszeichen, Schlüsselfilme so für den deutschen Heimatfilm. Es gibt einen gleichnamigen Blog von Udo Rothenberg. Grün ist die Heide, und auf dem Blog geht es auch viel eben um den deutschen Film so auf 50er bis 70er Jahre, sage ich jetzt mal. Ja, das zu Willy Fritsch. Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dafür, dass ich in dieser Ära mich nicht auskenne, kann ich mein Wissen auf jeden Fall durch vergangene Theaterbesuche gut ausgleichen. Und Grün ist die Heide habe ich gesehen. Den Film auch. Also wie gesagt, da gibt es auch irgendwie mehrere Verfilmungen. Ich glaube, die erste ist aus 20er oder 30er. Ich habe zwei Verfilmungen davon gesehen. Eine aus den 30ern und eine aus den 50ern, meine ich. Also zumindest, wenn ich mich zurückerinnere, bei der zweiten, die Bilder jetzt aus meiner Erinnerung aus wie 50er, weil das halt relativ häufig auf Dreisat lief. Und wenn ich bei Omi geschlafen habe, haben wir das dann sozusagen im Nachmittagsprogramm an einem Sonntag beim Käffchen geguckt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das da so lief. Mhm. Genau, das so zum Thema Willy Fritsch. Dann haben wir noch in weiteren Rollen Konrad Veit, der spielt den Fürsten Metternich. Den Namen kenne ich. Ich weiß nicht woher, aber ich kenne ihn. Ja, du kennst ihn natürlich von unserer drittletzten Folge. Wir hatten jetzt noch das O-Western Special, Orlaks Hände. Aber in dem Film sah er jetzt besser aus. Ja, also für mich ist es das erste Mal, dass ich ihn habe in einer Rolle, wo ich ihn sprechen höre. Ich kenne ihn dann davor auch nur noch aus dem Kabinett des Dr. Caligari. Den habe ich aber auch gesehen. Ja, und da ist er der Somnambule. Naja, ich habe ihn damals in der Stummfilmnacht gesehen vor etlichen Jahren. Ich kriege jetzt die Gesichter von den Charakteren nicht mehr so hin. Aber ich habe auf jeden Fall die Handlung noch auf dem Kopf. Naja, auf jeden Fall, auch im Kabinett des Dr. Caligari dabei war Lil Dagover. Der Name ist mir sehr, sehr vertraut. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ist, weil ich sie kenne, oder ob das einfach so ein Name ist, der jetzt einfach so einprägsam ist, der jetzt gerade so in den klassischen Filmen gerne mal so als Diva-Name so verwendet wird. Ja, ich finde auch, das ist ein Name, der noch immer irgendwie Strahlkraft besitzt, ohne dass ich eben, abgesehen von Kabinett des Dr. Caligari und jetzt der Kongress Tanz, sagen kann, ja, ich kenne die aus hunderten Filmen, aber nur aus zweien. Sie spielt die französische Maitresse oder so, oder französische Gräfin, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, die sehr gut befreundet ist mit dem Graf, mit Fürst Metternich, unserem Konrad Veit. Und ebenfalls noch in einer Rolle dabei ist Alfred Abel, den kannte ich tatsächlich auch nur, beziehungsweise einfach so ein sehr klarer Name, den habe ich mir gemerkt, der ist bei Metropolis, spielt er, glaube ich, den Vater, den Industriemagnaten sozusagen. Habe ich nie gesehen. Habe ich auch nicht vor. Aber nicht Metropolis auch zusammen gesehen? Nee, Metropolis habe ich noch nie gesehen. Ich hatte auch nie so das Interesse, weil das ja auch Science-Fiction ist, meine ich. Und ja, Gesellschaftsstudie, aber ja, auf ja, jeden Fall also Science-Fiction. Ja, das ist so ein bisschen das Einfluss. Nee. Wenn du den jetzt nicht vorsetzt, dann werde ich ihn wahrscheinlich nicht sehen. Oh. So, und den letzten Kollegen, den ich hier stehen habe, ist Paul Hörbiger. Der Name kommt mir bekannt vor. Hast du schon gesagt, ne? Der kommt dir bekannt vor, hast du auch beim Vorspann schon gesagt. Und den haben wir zum Beispiel gesehen in der Wiederaufführung Nummer 66. Da ging es nämlich um Der dritte Mann, The Third Man. Da spielt er, ich glaube, so den Hausverwalter, Hausmeister, Nachbarn, irgendwas in der Form. Und ist auch so ein ziemlich, also war mindestens, wie das heute noch ist, sehr populärer heurigen Sänger oder Schlagersänger. Das ist dann so der österreichische Teil, den ich nicht so genau übersetzt kriege. Was, heurigen Sänger? Heurigen wird es geschrieben. Habe ich noch nie gehört. Das ist, also ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ein anderes Wort für Biergarten, Weingarten ist, aber ich glaube, das sind dann tatsächlich diese Lieder, die so heißen. Habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. War das auch der die ganze Zeit immer das gleiche Lied gesungen hat? Ja, genau. Zu den Liedern kommen wir nachher auch gleich. Genau, das ist so einmal Figuren vor allen Dingen vor der Kamera. Wie gesagt, es ist ein Ufa-Film von Erich Pommer produziert. Erich Pommer, einer der ganz Großen. Und auch dieser Film, so habe ich aus dem Booklet entnommen. Also wir haben gerade die Blu-ray geschaut. Die ist erschienen sozusagen Friedrich-Murnau-Stiftung in Kooperation mit Universum-Film. Und da ist ein Text von Oliver Hanley. Vielleicht ist es ein... Das ist ein Brite. Englisch-britischer. Du kennst ihn oder was? Nee, aber das ist doch, sieht man, das ist ein britischer Name. Das ist auch Oliver Handley sein. Nein, das ist Oliver Handley. Naja, wie auch immer. Der hat auf jeden Fall, es gibt ein kleines Booklet hier. Ich
weiß nicht, ob das auch bei der DVD dabei ist, ist auf jeden Fall in beiden Varianten erhältlich. Der hat einen kleinen Text zugeschrieben, der sich vor allem um die Entstehungsgeschichte dreht und berichtet eben davon, dass wir hier es mit einem absoluten Blockbuster und Straßenfeger zu tun haben. Die größte, teuerste Produktion überhaupt zu der Zeit und Fritz Harvey, das Traumpaar anscheinend schon zu dem Zeitpunkt oder vielleicht auch dann dadurch und in den folgenden Jahren geworden. Ich glaube, so in die Richtung wollte ich den Satz gerade auch fertig bringen. Weißt du, wo der Film gedreht worden ist? Der wurde in Babelsberg gedreht. Das sind alles aufgebaute, also steht auch in dem Text, nur daher weiß ich das. So. beziehungsweise steht auch schön hinten in der Übersicht drüber. In Neubabelsberg oder Ateliers Neubabelsberg, das ist das heutige Studio Babelsberg. Mhm. Drehzeit war, wie man hier auch lesen kann, 1. Juni bis 13. August 1931. Und die Uraufführung war dann Ende September, am 29. September in Wien. Das ging aber schnell. Finde ich auch, ne? August, September ist also nicht mal ein Monat. Da muss also das Schneider-Team, ich weiß gar nicht, ob das hier auch noch mit dabei steht, ich habe vorhin auch nicht drauf geschaut, der Schnitt Viktor Gärtler, der musste aber ordentlich zacki-zacki dann gemacht haben. Ja, vor allen Dingen auch bei diesen pompösen Musiknummern, ne? Dass die Stimmen auch sozusagen alle so passen, ja. Das finde ich auch schwierig. Und wie gesagt, M war ja einer der ersten. Also war in der Frühzeit der Ton, der Blaue Engel war ja so ziemlich gilt als mit der erste Tonfilm, so rum war das. Der war von 1930, also wir haben noch nicht so lange oder noch nicht allzu viel Experten, was dem den Tonfilm angeht, kann man so trotz allem sagen, glaube ich, ne? Auch wenn sich das dann wahrscheinlich sehr schnell angeeignet wurde, das Wissen und das der Umgang damit. Und ja, genau, dementsprechend ist das hier schon ziemlich gut. Und du hast schon gesagt, Lieder, ich habe schon gesagt, Tonfilm. Es gibt vor allen Dingen zwei Lieder in diesem Film. Das eine ist von Paul Hörbiger und das Lied nennt sich Das muss ein Stück vom Himmel sein, Wien und der Wein. Das ist, finde ich, also ich meine, ich bin jetzt mal ein bisschen voreingenommen, weil ich ja schon mich sehr mit einer Musikgeschichte und so und Filmbereichen beschäftige. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr bekanntes Lied, was man bis heute kennt. Also ich kannte es auf jeden Fall. Kanntest du den Text oder die Melodie? Beides. Okay, gut. Ich habe noch kurz gelesen gehabt. Ich werde wahrscheinlich im Text hier zu der Episode den Liedtext mal noch verlinken. Irgendwo hatte ich jetzt noch gelesen gehabt, dass Teile von anderen Walzerstücken oder so eben in die Melodie mit eingeflossen sind. Ich meine, das ist nicht so riesig überraschend. Aber also ich kenne beides. Ich habe ja das schon gehabt, als wir letztens... wie hieß denn der Victor, Western? Victoria? Achso, Annie Get Your Gun? Annie Get Your Gun, ich denke mal zu was, irgendwas mit der Manege. Duell in der Manege. Ja, ich merke mir die deutschen Titel immer nicht. Ja genau, als wir Duell in der Manege sozusagen gesprochen haben, da war es ja auch schon so, wo man denkt, oh, wo kenne ich denn die Musik her? Und das ist halt so, dass kulturelle Gedächtnis schon so eingeflossen ist, dass man das irgendwie nicht verorten kann, während man ja aber bei Annie Get Your Gun sozusagen ja sagen kann, okay, das wurde in diesem Musical nochmal interpretiert oder das wurde nochmal aufgenommen. Mit Showbusiness und No Business ist gleich Showbusiness. Und hier zum Beispiel war für mich die Frage, ich wusste genau, ich habe diesen Film noch nie gesehen, auch beim Sichten selbst kam mir auch nicht ansatzweise bekannt vor. Ich habe aber, bei mir auf Umständen, kann es sein, dass ich darauf mal gestoßen bin. Natürlich kann es sein, dass ich als Kind das vielleicht mal mitgekriegt habe, weil meine Omi ja gerne solche Filme geguckt hat. Und vor allen Dingen auch, weil ich ja ein sehr, sehr großer Bertolt Brecht Kurt Weill Fan bin und mir damals hier ganz viele Tonaufnahmen besorgt habe, so von der Drei-Groschen-Oper und anderen Stücken. Und gerade als dann auch gerne mal runterlade und dann kommen ja teilweise auch mal ähnliche Referenzen, dass ich mal dadurch drauf gestoßen bin und dementsprechend das gleich ins Ohr gegangen ist. Das ist jetzt meine Vermutung, woher ich das kenne. Mhm. Weil ich nicht entsinnen könnte, dass jetzt in irgendeiner neueren deutschen Musikverfilmung das Lied ja schon mal mitgekriegt hätte. Also mir war es unbekannt. Ich überlege, also das sind wahrscheinlich so vielleicht dann auch eben Lieder, die bis heute von irgendwelchen Schlagersängern dann immer wieder neu gemacht werden. Ich weiß nicht, ob es bei dem Song war oder nachher bei dem anderen, dass bei der Google-Suche dann irgendwo doch Cornelia Froboess mit dem Lied eben auftauchte. Also dass das natürlich immer wieder sich weiterträgt. Was mich dann kurz so zu der Frage geführt hat, wenn man sich eben hier diese Schlagersendung der Öffentlich-Rechtlichen anguckt, von, weiß ich nicht, Schlagerfest der Volksmusik über... ist Musikantenstadl, ja, ne? Das war auch Lieder singen, ne? Also im Bayerischen Rundfunk. Ja, aber das ist keine Schlager, das ist Volksmusik.
Naja gut, aber okay, dann vermenge ich das jetzt einfach alles mal. Das ist dann nicht trennscharf bei mir, dieser Begriff. Schlager und meint auch Volksmusik und auch im NDR und so und weiß gar nicht, ob Kein schöner Land, ob das auch so eine Sendung in die Richtung ist, dass sich das also wahrscheinlich in dieser Form irgendwie bis heute weiterträgt und in der Form dann auch Teil der deutschen Kultur vielleicht irgendwie ist. Aber die von uns. Aber also, das finde ich ja super interessant, weil das ist, dass du jetzt einen Unterschied ziehst zwischen, also nee, dass du jetzt Volksmusik und Schlager zusammenwirfst. Ich trenne das komplett, aber jetzt überlege ich gerade, ob das eine Entwicklung der Zeitgeschichte ist. Ne? Also ich zusammenwerfen, der sind oder dann sage ich so deutschsprachige Lieder, die bis heute, also ich ist eigentlich in der Vermutung, weil ob jetzt genau dieses Lied immer noch in einer dieser Sendungen auftaucht. Und gesungen wird, weiß ich gar nicht, aber ich nehme es einfach an. Oder wenn die da eben solche Lieder singen, das ist natürlich auch tatsächlich neue komponierte Schlager sind oder dann eben auch solche verhältnismäßig alten Lieder einfach neu gesungen werden von neuen Menschen. Ich kann überhaupt keine Idee. Aber ich, bei mir ist jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt sagst Volksmusik, dann denke ich an sowas wie Stefanie Hertel, der 90er, so in der Art, oder. Oh Gott, oder ja, das ist nicht mein Thema, aber Stefan Moss, so in der Art. Und Schlager ist dann Roland Kaiser. Ja, nee, Schlager ist für mich sowas wie Jürgen Drews, ne? Ah, okay. Also so richtig auf die Pauke, ne? Aber es kann wirklich eine Zeitverschiebung einfach sein. Das kann natürlich echt sein. Und vor allen Dingen, wenn ich ich weiß es gar nicht, wie. Ich glaube, die Helene Fischer hat ja alles verändert. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe den Schlager in den Pop mit. Also eine von denen, die den Schlager wahrscheinlich noch mehr in die Popmusik gebracht hat. Ja, also die hat ja auch die Generation vermischt und da bilde ich mir auf jeden Fall ein, dass ich mit Stefan Moss relativ durch Zufall auf YouTube ein sehr, sehr modernes Musikvideo gesehen habe, was dann schon Richtung Pop oder ein bisschen Hip-Hop an Klänge hatte, was dann wirklich alles umschmeißt. Aber gut. Was ich auf jeden Fall überlegt habe, ist so dieses, wenn man diese Lieder noch kennt, woher kennt man die dann? Ne? Oder wie haben die sich eben in Anführungszeichen festgesetzt und sind eben irgendwie in so eine Art Kulturgut übergegangen, vielleicht eher belächelt von unserer Generation oder auch vielleicht schon von unserer Elterngeneration, aber dass sie eben irgendwie, wenn man den Leuten das sagen will, sowohl einmal den Namen jetzt zum Beispiel Paul Hörbiger oder Lilian Harvey und dann vor allem auch die Lieder, ich komme gleich noch zu dem zweiten, dass da irgendwo jemand oder dass viele dann irgendeine Form von einer Verbindung da haben, weißt du? Mhm. Vielleicht eben durch solche Fernsehsendungen. Na, ich habe ja versucht, meine sozusagen zurückzuverfolgen. Ja, genau. So, und, wie gesagt, bei mir war es nichts. Damit noch das zweite Lied genannt, was hier im Film sehr prominent eingesetzt wird. Lilian Harvey gibt zum Besten, das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Mhm. Und Kannte ich nicht. Gar nicht? Nein. Also ich kenne eine andere Version. Ich glaube, das gibt es nur einmal. Das kommt nicht wieder. Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Vielleicht verhaue ich jetzt auch gerade zwei Songs einfach, weil die alle den gleichen Takt haben. Also wenn es der gleiche Song ist, dann so wie du das jetzt singst, kenne ich. Aber das, was sie gesungen hat, das kannte ich nicht. Das hat dann noch Melodie. Auch dafür werde ich dir den Text mal noch verlinken. Ich glaube, bei YouTube gibt es mindestens eine Darbietung davon. Ich glaube auch von Lilian Harvey, wenn ich das richtig gesehen hatte. Kann sich dann jeder selbst ein Bild machen. Aber das gibt es nur einmal, das kommt nicht wieder. Die Textzeile ist mir völlig vertraut. Der Rest des Liedes war aber auch so bei mir interessant. Kannte ich gar nicht, diese Textzeile. Das ist ja witzig. Oder diese Verse. Aber das ist ja richtig witzig. Und das erste Lied, kanntest du das? Nein, habe ich schon gesagt. Das war für mich dann ergänzen wir uns ja richtig, richtig gut. Haben wir noch ein drittes Lied, das wir vergleichen können? Nö, die beiden waren hier drin. Ach so. Naja, gut. Also ich glaube, damals war es immer so, da sind die dann noch auf Platte rausgekommen oder auf solchen, also jetzt nicht auf, ich weiß es nicht genau, ich glaube nicht so auf Vinylplatten oder Shellac-Platten waren das wahrscheinlich damals, aber nicht so eine normalen, sondern diese kleineren Die Dinger. Die kenne ich auch noch. Und sind damit dann eben auch populär gewesen. Dadurch hat sich, wenn ich heute so manchmal überlege, ne, in den 90ern war das für mich völlig, aber für mich war es selbstverständlich so 90er, 2000er im Aufwachsen zu einem Film, gerade aus Hollywood, gibt es immer auch das Titellied, was dann vielleicht beim Abspann läuft oder sonst wann hier. All for One bei Die drei Musketiere, bei Wild Wild West ist es Wild Wild West. Also kommen jetzt gerade auf Will Smith, keine Ahnung warum, aber ne, Man in Black ist Man in Black. Dass man immer auch den Chartsong dazu hat, dass man immer diese Verknüpfung hatte. Ey, jetzt habe ich das Lied gehört, ich muss jetzt auch mal den Film sehen, beziehungsweise andersrum. Was heute, glaube ich, in der Form zwar noch existiert, dass Lieder für den Film gemacht werden, aber ich habe nicht mehr diese Verbindung auch. Ich gucke jetzt MTV oder Viva und dann diese Chartshows, weil es gerade die populären Songs sind. Aber das ist ja die MTV-Generation auch gewesen. Ja, also es gibt, wie gesagt, es gibt heute auch noch hier, gerade wenn ich jetzt bei Bond, Billie Eilish, die jetzt hier so ganz groß eben rausgebracht worden ist, dass sie einen neuen Bond-Song gemacht hat.
Wobei es bei Bonn vielleicht nochmal eine ganz andere Tradition ist in der Hinsicht, aber dass das sonst so für mich dieses Zusammenspiel, ne, dass man einmal sozusagen Leute aus der Musikwelt oder eben Musikhörerinnen abholt damit, ey, das Lied, das kannst du jetzt auch im Kino hören oder diese Verbindung, dieser Werbeeffekt ist, glaube ich, heute höchstens noch in anderer Form vorhanden, aber nicht mehr so. Ah, jetzt muss ich mal fragen, also ich stimme dir jetzt so zu von dem, was du gesagt hast, aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist, ja, war das denn überhaupt bei den Filmen in den 30er, 40er Jahren in Deutschland so, dass die auf anderen Filmen so einen Soundtrack hatten, sozusagen das Lied und bei den anderen war es nicht? Nee, ich kann dir das jetzt auch nicht so pauschal beantworten, das ist ja auch klar, aber dass eben bei solchen Ton- und Operettenfilmen, dass es dann meistens ein oder zwei Hauptlieder gab, die dann anscheinend auch vertrieben worden sind, so. Ja, ich glaube, das kommt ja auch immer darauf an, wie der Ursprung ist, ne? Ob das sozusagen erst der Film kommt, danach wird dann nochmal ein Theaterstück produziert oder ob es genau umgekehrt ist, ne? Gibt es natürlich immer viele Sachen, aber ja, eben die sozusagen speziell für die große Leinwand geschrieben worden sind, da war das wohl so. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand es äußerst schade, dass wir hier nur eine limitierte Anzahl an Liedern haben und das Lied, was ich kannte, ein Stück vom Himmel, oder wie heißt es genau? Das muss ein Stück vom Himmel sein, Wien und der Verein. Ja, genau, das muss ein Stück vom Himmel sein. Das kannte ich schon recht gut und das fand ich fand auch, die Interpretation kannte ich auch. Ich mochte sie nicht, sage ich mal ganz ehrlich, wie es ist. Also ich kenne sie und mag sie, mochte sie nicht und ich fand es halt furchtbar, dass das Lied immer wieder kam. Das hat mich nicht so, ist mich dann eher so ein bisschen genervt, als weil ich das halt nicht so ausdrucksstark jetzt für mich fand. Während ich dann halt, jetzt habe ich das halt so das Problem, was ich am Anfang sozusagen gleich hatte, ich finde diese Intro-Melodie zum Beispiel, wenn sozusagen die ganzen Einblendungen kommen hier mit den Namen und Titeln, dann die ersten 3-4 Takte, sie klingen genauso von der Melodie von Sound of Music. Also das ist schön, hast du irgendwas gesagt zu. Da habe ich dann schon gleich einen Ohrwurm gekriegt, ging das immer los und habe ich einen Ohrwurm gekriegt, da habe ich gedacht, oh, jetzt kommt gleich dieser Titel, ach nee, jetzt kommt ein anderer Text, ah, jetzt verändert sich auch die Melodie, okay. Ja. Und als der Abspann kam, kam das gleich nicht nochmal, da habe ich genau die gleiche Reaktion auch gehabt. Und währenddessen, als es dann so losging, fühlte ich mich halt extrem an die Drei-Groschen-Oper erinnert. Und dadurch habe ich mich dann halt, dadurch ist mir wieder eingefallen, dass ich den Film mal gesehen habe und auch mochte und ja, die Lieder kann ich ja eh alle mitsummen und singen, wie ich möchte. Welchen kennst du? Drei-Groschen-Oper. So, okay. Also Drei-Groschen-Oper, das kann ich im Schlaf, ne? Und das ist für mich auch vom deutschen Soundtrack. Wenn du aufwachst, muss das wie aus der Pistole geschossen kommen. Also vom deutschen Soundtrack her ist es für mich auch wirklich, also der mit Abstand die absolut beste Musikfilm der Produktion, die ich jetzt in Deutschland jetzt erlebt habe, für mich persönlich. Und ich finde zum Beispiel da, natürlich ist das natürlich als Bühnenstück konzipiert, als Bühnenoperette konzipiert und dann halt in den Film nochmal übertragen worden. Aber da hast du ja so eine vielseitige Auswahl an Liedern mit verschiedenen Emotionen, verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Gesangsstimmen und das finde ich so abwechslungsreich, dass dieser Film so kurzweilig wirkt und hier hast du gefühlt, also ich, vielleicht ist ja gut, jetzt habe ich das Problem gehabt, dass ich nur ein Lied kannte und die anderen fand ich, waren jetzt aber auch nicht so einprägsam, dass ich danach gesagt habe, oh ja, das ist ein Ohrwurm. Also das ist ja so eine Sache, die auf mich immer so wirkt, wenn ich einen Musikfilm gucke. Das ist zum Beispiel hier auch jetzt das letzte Mal mit Annie Get Your Gun. Da kannte ich zwar 2-3 Lieder, aber andere kannte ich nicht und die sind mir trotzdem als Ohrwurm. Du hast ja 70%. Ja, 70%. Ich kannte schon recht viel, aber ich kannte zum Beispiel nicht das Lied hier mit den Indianern und das fand ich, ist aber trotzdem als Ohrwurm sofort drin gewesen geblieben, dass ich weiß, wenn ich das jetzt in 3 Jahren, 4 Jahren höre, dann kann ich sagen, ah, ich kenn's. So. Und jetzt habe ich den Film der Kongress Tanz, jetzt wo ich den, wenn ich jetzt die Lieder sozusagen so gehört habe, dann kenne ich halt das, was ich schon vorher kannte und ich würde jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Lieder nochmal in 2-3 Jahren hören würde, denke, kenne ich nicht. Weil ich fand, die waren nicht so einprägsam. Ich hätte da ein bisschen mehr erwartet, tatsächlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich total verwöhnt bin, weil ich mich ja komplett in dieser Materie immer wieder aufhalte und mich immer da selber anfütte. Aber das fand ich ein bisschen schade und enttäuscht. Für mich persönlich. Das ist jetzt nur meine Perspektive. Ich glaube, generell würde das nicht jedem so gehen. Zwei Dinge dazu, was den Wiedererkennungswert angeht, also im Sinne von, welche Dinge in 3 Jahren irgendwo einfach mal hören würde, würde ich schon, ich glaube, dass das irgendwo in meinem Unterbewusstsein jetzt abgespeichert wird. Es muss vielleicht noch ein bisschen nachsickern, weil es gerade relativ frisch ist, der Eindruck. Ich habe leider die Melodie oder die Melodie jetzt von den Eröffnungstiteln und vom Schluss leider nicht so genau im Kopf. Bin aber der Meinung, dass gerade um diese beiden Lieder herum auch die Melodien im Film aufgebaut sind. Ist das also teilweise sind auf jeden Fall teilweise Abwandlungen. Ich weiß nicht, ob nochmal extra weitere Melodien noch quasi komponiert worden sind. Würde also vermuten,
könnte man gleich nochmal gucken, den Film, dass eben auch sozusagen die Musik zu Beginn schon eines dieser beiden Lieder in irgendeiner Form eine Abwandlung dessen darstellt, dass man sich also anhand dieser beiden Lieder durch den Film in Anführungszeichen hangelt, was du jetzt eben ja auch ein bisschen kritisiert hast schon, dass dir das ein bisschen zu viel war gerade bei dem einen Lied, das eben nicht so super geil fandest. Was ja eigentlich durchaus vielleicht auch musical-typisch ist, ne? Du hast eben den Song und dann kommt er irgendwann später als Reprise nochmal oder eben abgewandelt und weil sie jetzt irgendwie Lage und Situation für die Protagonisten geändert haben und so. Na, an sich ist es nicht so, nee. Also eigentlich hast du sozusagen ein Kapitel als Musicals immer in drei Akten unterlegt. Ja, aber du hast trotzdem eine Reprise halt und sowas gibt. Ja, aber das, ist nur kurz angesungen und nicht das ganze Lied nochmal von vorne. Das ist dann immer nur. Es ist so unterschiedlich. Es gibt schon so die eine oder andere Sache, wo das dann nochmal aufgegriffen wird und dann vielleicht sich nochmal in gewisser Weise ändert, was jetzt hier nicht unbedingt der Fall war, aber. Ja, vielleicht ist es auch ein deutsches Phänomen tatsächlich, nee. Weil. Egal. Bei Linie 1 ist es ja auch so, dass es eigentlich immer wieder kommt. Also. Ich wollte eigentlich nochmal ganz kurz zum Thema Inhaltsangabe kommen. Ist mir noch so eingefallen, können wir mal ganz kurz noch drüber reden. Oder möchtest du die machen? Hast du nee, bitte was? Nicht. Der Kongress tanzt, spielt 1814, die Zeit des Wiener Kongresses, wo die Neuordnung oder auch die Restauration, die Restaurierung Europas besprochen werden soll. Fürst Metternich lädt die großen Europas ein, Hof zu halten in Wien. Und die Geschichte dreht sich vor allen Dingen um den russischen Zaren, oh Gott, Alexander, ne? Mhm. Alexander und die schon kurz angesprochen, also gespielt von Willi Fritsch. Und die weibliche Hauptrolle Lillian Harvey, die spielt eine Handschuhverkäuferin, die gerne Blumensträuße auf berühmte Leute wirft, damit die bei ihr einkaufen kommen, weil an den Blumensträußen klebt noch so der Zettel dran. Hier kriegen sie die besten Handschuhe, ole ole. Ja, Christine Antonia, genannt Christel. Christel, oh, das habe ich mir so gar nicht gemerkt. Mhm. Und und sie bewirft eben, oder sie bekommt gesagt, sie soll hier nicht ständig die ganzen Blumen werfen und vor allem, wenn morgen der russische Zar kommt, soll sie es unterlassen, sonst gibt es Ärger. Sie macht es natürlich trotzdem, kommt dafür erstmal ins Gefängnis und soll zu 25 Stockschlägen auf den blanken Hintern wird sie verurteilt, wird aber ganz knapp, bevor diese Strafe vollzogen werden kann, diese unmenschliche, freigelassen und auf Befehl des Zaren, der sich dann so ein bisschen in sie verguckt und die verbringen eine schöne Zeit miteinander. Und parallel dazu versucht Fürst Metternich vor allem gerade den russischen Zaren fernzuhalten von dem Kongress, weil der ihm anscheinend, so ohne dass das tatsächlich mal ganz konkret und ganz spezifisch ausgeführt, in welcher Hinsicht, konträre Auffassungen in manchen Punkten zu haben scheint. Und er glaubt, Metternich glaubt, wenn er der Zaren nicht dabei hat, dann ist es deutlich leichter, seine Vorstellung, wie die Ordnung Europas dann aussehen soll, durchzusetzen, dass da das Abschlusspapier sehr schnell durchgewunken werden kann, quasi. Ja, das ist eigentlich so das ziemlich der wichtigste Teil dabei, finde ich. Ja, und das Lustige ist, dass Alexander, gespielt von Willi Fritsch, noch einen Doppelgänger dabei hat, der ihn quasi bei gewissen sozialen Verpflichtungen vertreten soll, der aber eigentlich nicht so in der Etikette ausgebildet ist. Er krault sich hinterm Ohr, er gähnt, ohne die Hand sich vor den Mund zu halten und all solche kleinen und großen Dinge. Und das Ganze ist eher so als, ja wie gesagt, eine Operette, also wird eben viel Musik gespielt und auch eher ein heiter, komischer Ton. Doch, würde ich auch sagen, ja. Und, also ich fand den Film vom ersten Eindruck her sehr leicht. Also wie man das so sagen kann. Und ich fand ihn sehr unterhaltsam und ich mochte die Charaktere auch sehr, sehr gerne. Also für mich war jetzt zum Beispiel die Musik zum Beispiel, wie gesagt, auch wenn das jetzt negativ rüberkam, das ist jetzt nicht so, dass der Film jetzt schlecht fand. Ich fand ihn schon sehr unterhaltsam und ich fand ihn auch sehr interessant. Auch vom Aufbau her. Ich habe vorhin auch gesagt, ich möchte keine Inhaltsangabe machen, einfach aus dem Grund heraus, weil ich mich immer an gewissen Punkten sozusagen, also die als Hauptpunkte für mich erkenne. Und das in den Fokus setze und ich fand das in diesem Film nicht einfach. Weil das, was ich als Hauptthema sozusagen ausgemacht hatte, wurde einfach fallen gelassen und dementsprechend hätte ich jetzt für mich keine Insider machen können, weil ich am Ende dann dachte, worum ging es jetzt? So. Ja, sag mal, was du dir als Fokus gesetzt hattest. Ja, ich hatte mich also für mich war mein Fokus tatsächlich, dass es dieses Verhältnis ist von dem Zaren Alexander, der Christine und dann halt dem Pepi.
Pepi, ja, sozusagen, dass die... Also das genau, Pepi, kurz noch gesagt, ist der Assistent des Fürsten Metternichs, der selbst in Crystal verguckt ist. Ja. Genau, und ich habe gedacht, diese Dreiecksbeziehung sozusagen, diese Rahmenhandlung, die dann halt in diesem politischen Kontext eingearbeitet ist. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass die einfach, ja, also anscheinend war es nicht der Fokus, sagen wir es mal so. Aber es ist ja schon durchaus das Zentrum der Geschichte so, also gerade die Crystal steht ja einfach im Zentrum. Na, dann sind vielleicht die Bildaufnahmen weg gewesen oder so, dass es vielleicht in diese Richtung geht. Was war denn für dich denn das der Fokus oder das Thema des Films, wenn nicht das? Ja, das ist ja genau das Problem, deswegen wollte ich die Inhaltsangaben nicht machen. Ich hatte mich, das war für mich der Fokus. Ich habe nur gedacht, wenn es der Fokus ist, dann wird es ja normalerweise auch zu Ende geführt und beendet. Ja. Und das war nicht der Fall. Dementsprechend ist es wohl nicht der Fokus. Das war mein Gedankengang. Deswegen habe ich so gedacht, oh Gott, ja, was mache ich denn als Elterngabe, wenn ich das jetzt rauskannte? Weil, also ich fand, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass jetzt sozusagen das Meldmaterial nicht mehr erhalten ist, dass das sozusagen aus diesem Grund sozusagen einfach so abgekanzelt wirkt am Ende. Oder ob der Film einfach so unstrukturiert vor sich hinschlingelt. Also das habe ich auf keinen Fall das Gefühl, dass der irgendwie unstrukturiert vor sich hinschlingelt. Das Ende ist ja, dass dann Paul Hörbiger das Lied, das gibt es nur einmal, das kommt nie, nicht wieder, singt. Was eben darauf mal reflektiert, diese Begegnung. Also es endet dann damit, der Kongress kommt zu einem Ende und alle müssen abreisen. Vor allem auch deswegen, weil Napoleon sich aus seinem Exil wieder nach Frankreich begibt oder begeben hat. Auch wenn sie es nur belauschen und nicht offiziell hört, dass eben der Zar sagt, ja, wir müssen abreisen, aber nicht vor der Dame, und dann sagen sie so noch zuletzt, ja, wann sehen wir uns wieder? Ja, morgen. Und beide wissen, dass das natürlich nicht der Fall sein wird. Er geht, sie bricht so ein bisschen den Tränen aus, Paul Hörbiger schmettert die Zeilen und dann ist Abblende. Und dementsprechend ist das tatsächlich einerseits ein verhältnismäßig offenes Ende im Sinne von, ja, wie geht es jetzt mit ihr weiter? Man kann natürlich einerseits sagen, okay, das Ende ist, wir wissen, diese Liebe kann nicht sein oder dieses Beisammensein. Deswegen ja auch, das gibt es nur einmal, das kommt nicht wieder. Ja, und das war eben dieses eine Mal, was sie jetzt hatte. Lustig fand ich aber, dass in der Wikipedia-Zusammenfassung steht, bei Pepi wird sie getröstet oder findet sie Trost. Und das, ja, entweder haben die eine ganz andere Fassung gesehen, wo ich mich auch frage, wie das sein soll, weil ich nehme an, diese Restaurierung ist nun mal das aktuelle Nonplusultra. Oder ob das irgendwo im Drehbuch stand, dass da noch eine Szene kommen sollte oder so. Aber das ist auf jeden Fall nicht im Film gewesen, / nicht in der Fassung, die wir hier gesehen haben. Und es würde mich sehr verwundern, wenn das tatsächlich dann noch in der Form existieren sollte, dass sie das hier rausgeschnitten hätten. Ja, vielleicht eine Interpretationssache. Ich weiß es nicht. Nee, ich sehe da keinerlei Interpretationssache. Das Letzte, was wir sehen, ist, dass der Zar abreißt und sie weint ihm ein paar Tränen nach. Und dann ist Schluss. Da ist nichts von Pepi. Der ist nicht mal gefühlt nicht mal am Ort der Handlung gerade zu dem Zeitpunkt. Das ist ja auch meine Kritik gewesen. So. Genau, würde ich zustimmen, dass das für uns irgendwie wirkt so, ja, man muss jetzt nicht irgendwie noch ein Ende kommen, so, das ist ja irgendwie aufgelöst. Aber andererseits finde ich es im Sinne der Erzählung auch nicht, also ich habe auch so ein bisschen so gedacht, so, irgendwie muss jetzt noch eine Szene kommen, aber finde auch, dass das doch irgendwie passt, weil es so ist, dass sie im Mittelpunkt steht. Mit ihr schließt dieser Film ab. Und ich kann durchaus irgendwie damit leben. Also auch ganz allgemein, um das vielleicht auch noch mal kurz aufzugreifen, was du schon vor wenigen Minuten gesagt hattest. Ich bin auch eigentlich sehr gut klargekommen mit dem Film. Hab auch mich an den teilweise recht simplen Humor gut erfreuen können. Waren wieder ein paar schöne Dialoge dabei, die ja natürlich stark klischeehafte Bilder vermittelt haben. Also wenn ich daran denke, der Finanzminister oder der Bürgermeister sagt sowas zu Beginn wie, ja, eigentlich sollte der Franzose schon vor 4 Stunden hier sein. Und dann, ja, der Franzose ist nur bei Frauen pünktlich, sagt dann seine Frau. Das einmal, und dann über die Russen wird dann einmal gesagt, ja, die haben alle lange Bärte und stecken nicht nach Sibirien. Also genau, der Zar, der hat einen langen Bart und der steckt dich nach Sibirien, wenn du nicht spurst, so ungefähr. Und das wird dann auch im Laufe des Films eben aufgegriffen, wenn Christel dann dem Zaren begegnet und dann sagt, ja, also sie weiß dann noch nicht, dass er das ist, der sie da von der Gefängnisstrafe befreit hat. Und dann sagt sie, ah ja, das ist aber nett von dem, aber dem will ich auch nicht begegnen, der hat ja so einen langen Bart. Und dann sagt er, ja, den hat er sich abrasiert. Wo, ach, kennen Sie sich? Oh, so ein flüchtig, ne, oder so ein bisschen irgendwie, sagt sie da. Und dann später wird auch nochmal dieses Sibirien-Thema irgendwie aufgegriffen, stecken, wenn ich nicht sage, Sibirien, bla bla bla. Ne, genau, hat aber immer wieder so ein bisschen auch Wortwitz und so dabei, schafft es immer wieder auch nicht mal Slapstick, aber visuelle Witze so einzubauen. Zum Beispiel, wenn wir dann in der
Oper sind, wo das russische Ballett tagt, wo dann der Zar sagt, da kann man Doppelgänger gehen, ich bin nicht nach Wien gekommen, um mir russische Sachen anzusehen. Das war auch schon ein netter Kommentar gewesen. Und dann wird da geflirtet über die Balkone, über die Logen hinweg. Da kommt dann auch Lil Dago wieder mal ins Spiel, die dann unseren Doppelgänger eben verführt und die eigentlich natürlich denkt, das ist der echte Zar. Ja. Ich finde es interessant, du hast ja vorhin gesagt, dass der Blaue Engel mit einer der ersten Tonfilme hier in Deutschland war. Also wie gesagt, ich bin mir ganz sicher, ich glaube sogar der erste. Aber ja, und das ist ja sozusagen jetzt auch ein Film, der so kurz sozusagen nach der Einführung des Tonfilms entstanden ist tatsächlich. Denn, ne? Ich finde es interessant, denn sich, wie, wenn man mal so drüber nachdenkt, wie sich der Tonfilm selbst extrem weiterentwickelt hat. Ne? Also vor allen Dingen auch, was Akzente und Dialekte angeht. Dass, wenn denn, heutzutage ist es natürlich so, also sollte man zumindest meinen, wenn es ein qualitativer Film ist, wenn denn zum Beispiel ein Russe oder ein Franzose, ein russischer Zar kommt oder eine französische Mätresse, dass die tatsächlich auch mal eventuell versuchen, diesen Dialekt nachzumachen oder zu sprechen, weil und nicht alles reines Deutsch. Aber das ist hier auch der Fall. Dass das russische Worte gesprochen werden oder französische? Ja, russische Worte, aber der redet doch wie ein Deutscher. Akzent hat, ja, das würde ich dann sagen, aber das ist nehmen wir mal auch der hohe Bildungs, die hohe Bildung, die die genossen haben, hohe Gesellschaft, die feinen Damen und Herren. Also ich weiß nicht, also ich finde dann ein bisschen Heimdialekt könnte man doch wenigstens versuchen reinzubringen. Also der Doppelgänger des Zaren, der singt zum Beispiel ständig seine russische Volksweise oder was das ist, das kannte ich zum Beispiel auch nicht mehr. Was heißt nicht mehr, kenne ich einfach nicht. Punkt. Klar kann man darüber debattieren, dass es natürlich ein Zugeständnis ist, dass sich auch der Doppelgänger oder dass die Russen untereinander nicht Russisch reden, sondern eben Deutsch sprechen. Aber dass die so immer mal so ein bisschen was anklingen lassen, das ist schon dabei. Also auch so ein paar Worte Französisch, ein paar Worte Englisch. Es gibt auch diesen kleinen Gag, wenn wir eben Christel eingeführt bekommen, die da von einem englischen Soldaten angehimmelt wird in ihrem Laden, der so: Do you speak English, madam? Nein. Parlez-vous français? Nein. Sie sprechen also nur Deutsch? Ja. Wann kann ich Sie sehen? Ah, das kostet 2,50. Kann ich Sie morgen sehen? Umtausch ausgeschlossen. Also auch das ist ein schöner Dialog. Was ist, was das ein Brite ist? Weil er das irgendwie gesagt hat oder so. Das war mal kurz das Thema. Und weil er eben zuerst auf Englisch gefragt hat. Ja, und sonst gibt es ja noch so ein bisschen die deutschen Dialekte dann immer noch mal so ein bisschen folgen. Das Sächsisch wird zwei, dreimal aufgegriffen. Ich muss auch ehrlich sagen, da fühlte ich mich ja auch ein bisschen schlecht, aber ich fand, der Sächsisch gesprochen hat, das war der einzige, den ich richtig gut verstanden habe. ich hatte teilweise Probleme gehabt, von der Tonabmischung her. Ja, also wie gesagt, das Verstehen tatsächlich. Von 31, sowohl das Bild als auch der Ton sind eben im Rahmen dessen, was da machbar ist. So. Ja, und ich hatte halt das Problem gehabt, dass ich, wie gesagt, manchmal die Leute, auch wenn sie Deutsch gesprochen haben, recht schlecht verstanden habe. Also, ja. Und gerade auch bei Österreichisch, das ist ja, da brauche ich immer ein bisschen länger, das ist nicht so mein Dialekt, den ich sofort verstehe. Reden Sie kein, wie man hier in Österreich sagt, Schmarrn. Ja, das war so mein Problem und ich fand auch teilweise, dass die Darsteller recht ähnlich aussahen. Das ist wie richtig. Also Willi Fritsch war ja gleich, aber sonst hatte ich da jetzt, kann ich das tatsächlich nicht so behaupten. Ich überlege gerade, ob Little Dago war auch eher hellere Haare hat, aber die hatte, glaube ich, eher so dunkelschwarzes Haar. Also in der Sicht, dass man die Damen. Aber die hatte ja auch nicht so viel, hatte ja auch nicht so viele Szenen gehabt, ne? Nö, aber dass man eben die beiden Frauenfiguren dadurch unterscheiden kann, so und bei den Männerfiguren, ja, der Metternich. Gespielt von Konrad Veit, wie gesagt, hier, unserem dem großen Stummfilmschauspieler. Wenn der hat schon mit seinen Gesichtszügen, war der schon sehr, sehr markant und gerade auch zu dem Willi Fritsch, der gefühlt eher ein bisschen runderes Gesicht hat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder weiß, wie sich jeder jetzt so einen Ballonkopf vorstellt oder so, aber dass da auf jeden Fall ein Unterschied da war. Der Pepi hatte vielleicht. Nee, der Pepi, das war der einzige, den ich immer wieder erkannt habe. Der hat ein sehr einprägsames Gesicht gehabt. Und sehr sympathisches Gesicht. Ja, dann war so. Hast du Mitleid mit ihm gehabt? Also Pepi ist der ja der Assistent oder der Assistent von Metternich, der in die Frau verliebt ist, bei der er dafür sorgen soll, dass sie dem Zaren näher kommt, damit der Zar eben nicht Metternichs Pläne durchkreuzt. Also deswegen ist er da in diesem Liebesdreieck die tragische Figur möglicherweise, sage ich jetzt mal so. Obwohl er ja eigentlich weiß, es geht vorbei wieder. Ne? Ja, ich mochte seine Rolle auf jeden Fall. Ich fand den Schauspieler auch sehr cool. Der hat eine sehr schöne Mimik gehabt und auch den Witz mal gut rübergebracht über die Tragik.
Ja, was hatte ich Mitleid mit ihm? Er tat mir, also in der Hinsicht tat er mir ein bisschen leid, dass er sich in eine verguckt hatte, die nicht mehr ansatzweise Rücksicht auf seine Gefühle nimmt. Also ansonsten, hattest du Mitleid mit ihm gehabt? Also ein bisschen habe ich so gedacht, ach ja, also ich würde es ihm nicht vergönnen, wenn er sie jetzt bekommt, weil er schon, glaube ich, sehr in sie ihr verfallen ist und sie wahrscheinlich auch gut behandeln würde, denke ich. Weil ich nicht hundertprozentig sicher bin, es gibt so ein, zwei Szenen, wo er sie dann so sagt, so, du kommst jetzt mit und greift sie einfach so und will sie mitziehen. Ich aber noch so halb denke, es ist noch so im Rahmen dessen, was die vielleicht so als bisherigen Bekanntschaftsgrad-Beziehung haben. Und ich finde, sie ist halt sehr selbstbewusst. Also sie, so gerade zu Beginn wird das ja auch so schön doppelbürdig kommentiert von ihm, ach, schon wieder schaue ich zu dir herauf, aber du kommst nicht zu mir herunter, weil sie ja gerade auf der Leiter steht und da auch gerade noch von dem anderen Soldaten so angehimmelt worden ist. Also dieses Thema, das quasi in Anführungszeichen unterwürfig, das wird ja später auch wieder aufgegriffen, wenn sie dann dieses Treffen hat, eigentlich mit dem Zaren, aber sein Doppelgänger kommt und sie sich dann zu seinen Füßen da setzen will. Auch das wird dieses Verhältnis oben unten gegeben. Oder auch, wenn ihre Strafe vollzogen werden soll, ein total cooler Einfall, wie ich fand, dass wir quasi ihre Perspektive einnehmen, wenn sie noch über diesen Bock gebeugt ist und so hochschaut zu der Person, die da gerade sie befreit. Das ist der Zar, ne? Das ist der Zar, ja. Ja. Also genau, dass sie ihn da so das erste Mal erblickt und eben gleich, dass wir das eben auf diese besondere Art und Weise mitgeteilt bekommen, filmisch, was danach nicht nochmal der Fall ist, dass wir diese oder in irgendeinem Fall nochmal eine Perspektive einer Person irgendwie einnehmen, glaube ich. Nee, manchmal. Also ich überlege, oder dann ist es immer nur so annähernd, es ist nicht mehr sozusagen die tatsächliche Perspektive. Also dass wir kriegen, weiß ich, hier jemand sitzt auf dem Balkon und dann kriegen wir vom Balkon aus den Blick in den Publikumsraum oder in das Theater oder bei den Verhandlungen danach. Aber es ist nicht, würde ich sagen, ganz speziell von dieser einen Person, die wir gerade gesehen haben. Also was ich vielleicht noch reinwerfen wollen würde, ist der Hörbinger, der, wenn er sein Lied sozusagen schmettert, das ist zum zweiten oder dritten Mal, und dann geht er ja sozusagen durch die Reihen und da wird jeder sozusagen nochmal angestrahlt, das ist ja doch schon aus seiner Perspektive, wie er die Leute anguckt. Ja, ist ein guter Punkt. Aber und da würde ich trotzdem wahrscheinlich schon wieder, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das sozusagen genau seine Perspektive ist, ne? Oder eben dieses übliche, wir gucken sozusagen mit ihm, also die Kamera sozusagen leicht versetzt, aber ist gut möglich, also ich bin mir nicht sicher, Punkt. Aber ist ein guter Punkt, ja. Genau, also das ist mir auf jeden Fall auch so, was Inszenierungstechniken angeht, fand ich diesen Moment total, also der sticht heraus für mich, wenn sie da befreit wird im Gefängnis von einem unglaublich, also das muss der Ultrasadist gewesen sein, der Typ, der die Strafe vollstrecken soll, der wird uns eingeführt, also sie kommt dann in so eine kleine Kammer, soll jetzt eben, das wird so total ausführlich betont, ja, die Strafe, sie wird verurteilt zu 25 Rohrstockschlägen, Zollstärke 11. Ah, okay, haben die also auch unterschiedliche Zollstärke und dann kommt der Schnitt und wir sind in diesem kleinen Kammer und von der Tür durch den ganzen Raum bis wieder auf die andere Seite der Tür hängen da diese Zollstöcke. Und der Typ wird uns eingeführt, der grinst die an, so wie, oh ja, endlich kann ich hier gleich mal richtig losfeuern, nimmt den Zollstock, packt ihn noch so in diesen Wasserbottich einmal ganz genüsslich, klemmt ihn sich an den Hosenbund, dann beugt er sie so vor, zieht sie fest, will ausholen und dann kommt eben das, ja, jetzt ist halt nicht und er ist so gefühlt völlig zerstört am Boden und ich denke nur, ein Glück, aber was willst du diesem Mann auch für einen Beruf sonst geben? Wenn ihn das so erfreut oder hast du, oder also der wirkte für mich so, als würde dem das mit jedem so gehen, den er da so auspeitschen darf. Oder glaubst du, das könnte daran liegen, dass das so eine, nicht nur in dieser Filmwelt, hübsche Frau war? Dass er gedacht hat, endlich kriegt die auch mal was. Nö, ich glaube, der hat das allgemein gemacht. Ich fand ihn aber auch sehr lustig dargestellt. Also mir hat die Szenerie sehr gefallen. Ich konnte auch sie verstehen, dass ich würde diese Strafe auch nicht haben wollen. Das tut unglaublich weh, dass sie da rumgejammert hat und er war so, ja, unerbittlich. Aber ich habe auch gedacht, so zum Schluss zur Ablende, wo er diese Enttäuschung hat und diese relativ lange sozusagen ja, Großaufnahme auf seinem Gesicht ist, dass er vielleicht auch noch eine Dialogzeile kriegt. Aber nee, dann lässt er die Schultern fallen und geht. Nee, fand ich aber auch sehr witzig dargestellt. Hat mir auch sehr gut gefallen, die Szene. Ja. Also ich glaube, wir haben das so ein paar Mal, das ist eine, so ein Moment, wo man denkt, jetzt kommt der Schnitt und dann ist aber irgendwie noch gefühlt eine halbe oder eine Sekunde länger, ist dann einfach, wird das Bild noch gehalten. Also weiß nicht, ob das dann einfach früher, nee, ist Quatsch, weil ich ja weiß, bei Walzerkrieg ist das mit dem Schnitt ungeheuerlich geil, dass das hier wahrscheinlich eben noch so ist. Oder dass sich das, die Sehgewohnheiten vielleicht dahingehend geändert haben, dass man das heutzutage anders schneidet, dass man eben nicht so lange noch diese Reaktion dann
stehen lässt, sondern eben schon direkt einfach ganz kurz nochmal einblenden und dann zack, kommt schon der Schnitt. Da gibt es irgendwie so 2-3 Momente im Film, was das noch so ein bisschen anhält. Ja. Was ist dir denn so als tolle Szene oder so im Kopf geblieben? Als tolle Szene, also ich oder fand... welcher Moment? Ich fand auf jeden Fall, für mich war tatsächlich auch schon dieses Auspeitschen heil. Das fand ich das nicht stattfindende Auspeitschen. Das fand ich sehr, sehr schön gemacht. Ich überlege jetzt gerade, was ich noch gut fand. Nee, mir haben tatsächlich die Szenen mit dem, was mir sehr gut gefallen hat, waren die Szenen, wo der Metternich mit dem Peppi heimlich die Post gelesen hat. Ja. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Mit dieser riesengroßen Glühbirne, wo eine Kerze drin scheint. Und dann haben sie halt immer so durch diesen Transparenz, durch das Licht dagegen das Licht halten, halt die ganzen Post vom Zahn ausspioniert. Ich habe das auch im allerersten Moment, also beim ersten Mal, das ist auch eine Szene, die sich wiederholt, die auch sich ziemlich ähnlich fast wiederholt. Wenn das zweite Mal Pepi da, glaube ich, reinkommt, dann sagen die wieder in der gleichen Reihenfolge nach Kopenhagen, nach Dresden, päpstliches Konsulat oder irgendwie sowas. Genau die gleiche Reihenfolge. Und hab beim ersten Mal das nicht genau kapiert, so, wie macht er das jetzt, dass der das lesen kann? Nee, genau, ich habe gedacht, aha, jetzt öffnet er den Brief und hängt ihn da so rein und der, damit Metternich den nicht anfassen muss oder so, oder weil er eben so der vorne im Herz und dann aber erst festgestellt, ach so, das ist sozusagen die Scheibe, wo das so befestigt wird, der Brief, der auch nicht geöffnet wird, weil ja Siegel drauf sind versiegelt und eben mit dieser Beleuchtung vom Hintergrund, oder dadurch, dass das von hinten angeleuchtet wird, kann man dann anscheinend komplett diesen Brief lesen, weil die alle immer nur so kurze Texte schreiben. Naja, weil sie auch die Briefe und, ins Papier nicht falten, alle, ne? Aber ich finde es trotzdem sehr amüsant gemacht. Gerade so, wenn er dann diesen Text sich dadurch up to date hält, hier, was die Entwicklung mit Christel angeht und dann die Brief von Christel kriegt und so, das fand ich schon sehr. Ja, also für mich war das in der Hinsicht auf jeden Fall auch faszinierend, was eben so die Bühne anging, sozusagen, was da eben für eine Apparatur aufgebaut worden ist. Weil ich auch so, hinterher habe ich auch so gesagt, ja, ist eigentlich klar, wenn man das machen will, macht man ja irgendwie heute auch noch so, da gibt es glaube ich immer noch so dieses, ne, man leuchtet von hinten durch, um zu gucken, ob Geldscheine drin sind, im Briefumschlag. Ja, genau, und wie gesagt, die Szene wiederholt sich auch, läuft dann immer noch ein bisschen ähnlich. Ich fand auch da, und das dann kommt hier, wenn Pepi diesen Befehl bekommt, ja, sorgen Sie dafür, dass die Christel in der Nähe des Zaren ist, und dann hält der Pepi, hält gerade so eine Feder in der Hand, ja. Und mit so einer ganz starke Handbewegung wischt er sich mit der Federspitze die gerade heruntertropfende Träne, die gerade ihm aus dem Auge gefallen ist, sofort weg. Das ist so einfach ein wirklich ganz kleiner Moment, aber ich finde das total gut eingefangen, gespielt. So. Ja. Ist so. Also apropos kleine, auch ein bisschen humorig. Apropos kleine Momente, kann ich dir noch eine andere Szene sagen, die ich sehr schön fand. Und zwar, wo denn so der Kongress das erste Mal tagt und dann oben die ganzen Minister und so also zugucken. Und dann kommt er auf der Sachse im Gespräch, wo sie denken, oh, die machen wichtige Scherzgeschäfte und er redet die ganze Zeit immer nur vom Kaffee und was besser schmeckt in Sachsen und was besser in Wien. Und dann kommt ja sozusagen, das heißt, dann geht ja der Metternich davon aus, aha, jetzt, er war erfolgreich mit seinem Plan und der Zar wird nicht kommen. Und dann kommt der Zar halt ganz pompös, also wirklich pompös rein mit richtig lauten Trommeln. Er wird angekündigt, aber das glaube ich wäre bei den anderen vorher auch so, es wird uns noch nicht gezeigt. Genau, gehe ich davon aus und richtig lauten Trommeln und Metternich ist halt schon drinnen in diesem schallisolierten Saal, weil drin hörst du gar nichts von draußen und draußen brauchst du Ohrstöpsel, damit du was verstehen kannst. Und dann kommt er rein und dann hast du diese kleine Geste halt, wo er das Wasser eingießt und dann kommt... Ist eigentlich auch so ein Gag, wo man schon weiß, was passieren wird. Ja, ne? Aber es war sehr schön umgesetzt, weil ich dann dachte so, okay, es läuft Wasser über, das ist ja kein neuer Gag. Und dann kommt halt, siehst du halt nur diese Handbewegung vom Zar, wie er das andere Glas runterstellt und dann sich das, und als das dann voll ist, nimmt und trinkt. Das fand ich sehr amüsant gemacht, ja. Das hat mir auch sehr Ich muss ja sagen, das war für mich ein doppelter Gag, weil, also zuerst habe ich gesagt, ja okay, der wird das jetzt halt so lange halten und dann läuft das über. Das kam natürlich auch so und war natürlich der zweite Gag, okay, jetzt nimmt sich jemand ein Glas. Ich habe aber gedacht, das wäre irgendjemand anders, weil ich dachte, na, er guckt immer noch in Richtung des Zahns, der wahrscheinlich gerade zum Zimmer reinkommt und war dann halt nochmal doppelt überrascht, deswegen der doppelte Gag halt für mich, dass das schon der Zar selber ist, der sich das Glas dann nimmt. Aber das fand ich, das war ja für mich gerade das Witzige, also das fand ich sehr cool. Ich fand also den Gag an sich, also wäre auch ein Gag gewesen, wenn es jetzt nicht der Zar, sondern ein anderer gewesen wäre, der sich halt das Glas nimmt, aber so, das ist der schon, oder andersrum, der erste Gag ist natürlich, er verpasst aufzuhören, sich das einzugießen. Dann der Gag, dass jemand zweiter sich das Glas so runterschiebt, während er da immer noch in Anführungszeichen eingießt. Und das dritte ist dann eben, ach, das ist schon der Zar, das ist gar nicht mehr noch einer von den anderen. War für mich halt so eine kleine Überraschung. Aber was du auch sagtest eben davor, dass eben diesen Verhandlungen beigewohnt wird von einem Balkon aus, von so der höheren Gesellschaft, das ist glaube ich der Bürgermeister, Finanzminister und die Frauen. Und die dann eben so aus der Ferne sagen, ja, der da mit dem
scheint irgendwie ein asiatischer Bakarumnu oder irgendwie sowas, was er sagt, ich habe nicht gemerkt, das Land, der mit dem spricht, das ist ein harter Verhandlungstyp, ne? So wie der da sich verhält. Und dann kriegen wir eben diesen Schnitt und die Auflösung ist, ja, also das Essen ist gut, aber der Kaffee, der aus dem Dresden besser. Ja, also richtig schön da rumsechselt. Und ja, vielleicht auch irgendwie ein Kommentar auf diese ganze Situation. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen beeinflusst vom Wikipedia-Artikel. Ich glaube, Wikipedia-Artikel war das, wo dann so zum Thema Bedeutung oder was das so aussagt. Manche Szenen, dass eben auch ja so dieser andere geile Spruch ist ja, ach so, das war gar kein Bombenanschlag, das war einfach nur ein Blumenstrauß. Na, sehen Sie, nicht mal auf die Anarchisten kann man sich mehr verlassen heutzutage. Da fand ich den anderen Spruch aber besser. Den fand ich lustiger. Wie er so wieder meinte, oh, da kommt eine Bombe. Ach naja, Attentate gehören zu meinem Job. Ja, das fand ich immer besser. Auf jeden Fall, dass das so eine Art oder humorisch angebrachte Kritik wäre, dass eben dieses rückständige Denken, was eben Meta nicht verkörpern würde, dem würde das vom Zaren gegenüberstehen und dass man damit eben auch leise Kritik an diesen überkommenen Verhältnissen üben würde. Aber da muss ich mal kurz einwerfen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt daran ist, dass ich da nicht aufgepasst habe oder ähnliches, aber ich habe nicht, zwar jetzt von der Form dieser politischen Dimension des Wiener Kongress, den fand ich sowieso relativ hintergrundlaufend, den fand ich jetzt überhaupt gar nicht so wichtig für den Film, habe ich trotzdem, obwohl die sozusagen dieses Spiel hin und her mit Metternich und dem Zaren dargestellt ist, ich nicht bis zum Ende rausgekriegt, wer hat welche politische Position überhaupt. Das war mir für mich überhaupt nicht klar. Also glaube ich einmal noch so relativ spät, also auf jeden Fall genau, diese Kongressverhandlungen fangen, ich glaube, weit über eine Stunde ist der Film schon gelaufen, bis dann diese tatsächlichen Verhandlungen mal beginnen. Und ich glaube, irgendwann sagt Metternich sowas mal wie hier Punkt 3, dass Napoleon weiterhin in der Verbannung bleibt, ist damit beschlossen. Und dann kriegen wir halt diesen Rundumblick, diese Auflösung der Kamera. Alle Stühle wackeln noch und schunkeln im Takt der Musik, die man noch von Ferne hört, weil alle schon da zu dem Tanz gegangen sind und dann eben tatsächlich der Kongress tanzt. Und der eine Kollege ist da im Stuhl eingeschlafen und dementsprechend wird das natürlich durchgewunken. Und daraus habe ich mir dann nochmal final erschlossen, okay, der Fürst möchte Metternich möchte auf jeden Fall, dass Napoleon wegbleibt. Damit wahrscheinlich er auch seine Herrschaftsansprüche so hat. Aber wenn das so ist und wenn du jetzt am Ende das Ende hast, dass da Napoleon in Frankreich wieder einmarschiert, wieso muss denn der russische Zar flüchten, wenn er sich für Napoleon einsetzt? Also er bricht auf jeden Fall auf. Ich weiß nicht, ob das eine Flucht ist oder ob es ihm auf jeden Fall darum geht, natürlich müssen wir jetzt irgendwie verhandeln oder reagieren darauf. Ne? Auch wenn wir uns irgendwie hoffen, dass er wiederkommt oder irgendwie sowas. Das kann ich auch nicht so hundertprozentig genau sagen, ja. Das war für mich nicht so eindeutig. Ich meine, gut, als der Film rausgekommen ist, dann war das noch nicht so lange zurück, dass man das halt wahrscheinlich wusste und dieses Wissen dann nicht mal extra im Film erklären musste. Naja, ich meine, das sind auch damals schon 110 Jahre her gewesen, 1814 bis 1931. Also auch das schon. und wir haben jetzt eben sozusagen nochmal 90 Jahre seit dem Herauskommen des Films drauf. Aber es zeigt eigentlich für mich auch insgesamt, wie das eigentlich natürlich letztlich nebensächlich, also mehr so dieses MacGuffin-mäßige ist, ne? Das ist irgendwas, was wir hinterhergen. Diese Verhandlungen, die sind eigentlich gar nicht wichtig. Im Zentrum stehen natürlich diese ganzen Verwechslungsgeschichten und alles drumherum. MacGuffin? MacGuffin bei Hitchcock, der führt irgendwas ein hier. Was brauchen wir? Wir brauchen der Koffer aus Pulp Fiction. Alle wollen diesen Koffer haben. Was ist in dem Koffer drin? Das wissen wir nicht. Das ist einfach ein MacGuffin. Das ist irgendwas, was du reinschreibst und dem jagen alle hinterher, damit die Handlung in Bewegung bleibt. Und es ist aber völlig egal, was das nachher ist, so ungefähr. Ich wollte nochmal zurückgehen, weil du ja sagtest, dass du das auch gut fandest. Nee, Quatsch, das hast du gar nicht gesagt. Du hast gesagt, du fandest das gut mit den Briefen. Ich fand ja noch einfach auch produktionstechnisch oder eben technischer Aspekt, so dieses, wenn Metternich eingeführt wird in seinem Bett und dann lass uns mal hören, was die gerade so reden. Und dann werden eben hier diese ganzen Hörer aus der Wand gezogen von Pepi. Und, ach, das finde ich auch cool, ja. Wir hören mit bei im Empfangssaal und wir hören mit, eigentlich wollte er dahin in das Diplomatenzimmer, aber stattdessen reißt er eben hier das Ding aus, weiß ich nicht, der Soldatenküche so ungefähr. Mhm. Und es ist natürlich einerseits ein sehr schön, also es ist eigentlich noch Exposition, wir lernen jetzt kennen, okay, wo steht Metternich, was halten die Menschen von Metternich und so, was denken die über ihn? Kriegen wir so mit, so, naja, die einfachen, die halbwegs einfachen Leute in Anführungszeichen, also die Soldaten, so habe ich den gedeutet, dieser Typ, die sind jetzt nicht so berauscht von dem und so. Wir bekommen durch diese Figuren schon erzählt, ja, wenn der Zar kommt, das wird dem Metternich nicht gefallen und so, da wird er Angst kriegen und so. Was dann von Metternich noch kommentiert wird, aber das ist ja schön, dass der sich für mich einen Kopf macht, so ungefähr, aber er hat schon recht.
Und ich finde es eben, das ist eine Sache, die du im Stummfilm natürlich auch hättest machen können, aber hier so als Tonfilm oder als verhältnismäßig neue Sache des Films sicherlich nochmal eine ganz andere Wirkung hatte, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz so doll ist bei uns, aber es ist eben trotzdem ein schöner Einfall, finde ich auf jeden Fall. Fall. Mhm. Wie ging es dir damit? Ja, ich weiß nicht, ob sich die Frage bei der Operette stellt, ne? Aber würde ich dir schon zustimmen, ja. Also das war, fand ich sehr cool. Darf ich mal was sagen, was mir zum Beispiel nicht so gut gefallen hat? Gerne. Die Entwicklung der Frauenfigur von Christel. Mhm. Also ich fand, am Anfang fand ich sie sehr sympathisch und ich sag jetzt mal sehr selbstbewusst. Sehr selbstbewusst, aber halt auch sehr natürlich in ihrer Art. So sehr keck auch, ne? So ja, so lebenslustig. Lässt sich nicht so leicht unterbuttern. Lebenslustig, freundlich, wie sie noch, ich habe auch gedacht, oh Gott, am Anfang begeht sie Suizid, als sie aus dem Fenster springt und dann ist aber Treppen runter. Das war auch ein schöner Witz, ja, wieder. Auch wieder so ein visueller Gag, ne? Das kannst du, wenn du nicht hinguckst oder wenn du denkst, für mich ist auf der Tonspur erzählt, wie in Serien oder so wahrscheinlich, wo die man so nebenbei laufen lassen könnte. Aber dass das hier wirklich, wenn du nicht hinguckst, dann verpasst du das. Ne? Ja, also das fand ich sehr interessant. Aber ich zum Beispiel ab dem Moment, also auch wie sie dann noch gebettelt hat, dass sie nicht bestraft wird, weil dann halt noch dieses Naive, wie sie dann mit dem das erste Mal mit dem Zahn um sozusagen zum Trinken geht, ohne dass sie jetzt weiß, wer es überhaupt ist, was zu trinken. Da fand ich sie halt auch, da wirkte sie nicht einfältig, ist zu viel gesagt, weil sie konnte ihn ja gar nicht kennen in der Hinsicht. Ne? Aber das fand ich sie so, okay, einfaches Mädchen, ne, sag ich das mal. Und dann kam halt dieser Wandel, wo sie dann halt hier ihre 1000 Gulden von ihm da im Monat kriegt und in diese Villa ziehen kann, ohne es zu hinterfragen, dass sie es einfach reinzieht. Ja, wir fahren sie jetzt mal in ihr Schloss oder in ihre Villa. Aber mit den, also ganz kurz, mit den Gulden, das stand ja in dem Brief, da bin ich gar nicht sicher, ob und wann sie den bekommen. Das war so eine Anweisung. Und das andere ich denke mal schon, dass sie die kriegt. Ich glaube, die hat auch nicht mehr gearbeitet nachher, die hat nur auch die Mätresse gegeben. Und sie sollte in die Villa und, aber, also genau, hast du es so verstanden, dass das wirklich ihre Villa sein soll, sozusagen, mit dass der er wir alle die gesagt, geschenkt hat? In ihre Villa, ja, die haben doch alle immer gesagt, ihre Villa, das ist jetzt ihre Villa. Ja, ich habe das so verstanden, dass das schon, also, dass sie da hin soll, aber dass das letztlich der Besitz oder der zeitweilige Platz ist, wo eben der Zar wohnt für die Dauer des Aufenthalts in Wien. Ja, das würde aber in der Hinsicht nicht hinkommen tatsächlich, weil sie war ja die ganze Zeit da und hat sich ja dann auch einkleiden lassen und richtig schön gemacht und sie hat ihn ja auch Ewigkeiten nicht gesehen. Und wenn das jetzt sozusagen der Art Ort ist, weil er noch andere Termine hatte, meine ich. Weißt du, also es gibt ja diese Szene, dieses Doppeltreffen, erst soll er bei ihr sein und dann bei der französischen Mätresse, ne, damit er nicht zu dahin kommt. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der Doppelgänger, der dann diese Treffen wahrnimmt, sehr weit reist von dem einen Ort zum anderen, sondern dass das im gleichen Haus war. Vor allem, weil auch die Musiker wieder spielen. Aber da kommen die dahin, ne? Das ist mir jetzt die Musiker da im Gepäck. Aber ich kann es da nicht sagen. Das ist mir dann entgangen, dieser Fakt. Aber nichtsdestotrotz, auf Christel zurückzukommen, wie sie sich dann so präsentiert mit diesem, sie freut sich einerseits natürlich und fühlt sich jetzt wie die Grande Dame. Aber ich finde es nicht so schön, wie sie dann so, dass sie dann so, ich muss mich nicht schämen, das habe ich verdient und das wirkt so ein bisschen dekadent, als wenn ihr das sozusagen das Interesse des Zahn gleich zu Kopf gestiegen ist und nicht mehr so bodenständig. Und auch wie sie dann zum Peppi dann so meint, Peppi auch zu ihr meint, wir wollen heiraten und sie so, nö, warum denn? Ich will ihn doch gar nicht mehr heiraten, ich will doch lieber den. Aber ich habe auch nie den Eindruck gehabt, dass sie ihn heiraten wollte. Also das ist ja auch schon bei dem ersten Gespräch so, ach Peppi, komm, was erzählst du denn wieder? Wir sind überhaupt nicht zusammen. Also ne, so wie er dann immer denkt, so wollen wir nicht zusammen und sie dann immer, nee, du mach mal deins, ich habe hier meine Sache, danke. So wie sie auch den englischen Typen da abfilmen, oder von dem ich denke, dass es ein Engländer war. Also sie hat auch für mich schon vorher dem Peppi klar gemacht, du, ist ja schön, dass du denkst, da wäre was, aber von meiner Seite aus ist nichts, Kollege. Ne? Also vielleicht nimmt sie das gerne hin, dass sie so angehimmelt wird von ihm und er ihr das so gerne quasi alles hinterher tragen möchte oder sie auf Händen tragen möchte. Aber von ihrer Seite kam da schon bei der ersten Begegnung ganz klar dieses, das redet ihr mal ein, aber und vielleicht auch eben so ein bisschen ausnutzend im Sinn von, er sagt zu ihr, du darfst den Strauß nicht werfen und dann sagt sie, ja, mach ich trotzdem. Was willst du denn machen, so ungefähr, ne? Und natürlich passiert dann durchaus kurz fast. Aber ich würde dir auch zustimmen, dass sie zunächst eben sehr selbstbewusst und dann sehr schnell ziemlich unterwürfig. Also sie wirkt auf jeden Fall sehr verliebt in den Zaren und macht sich dadurch ziemlich unterwürfig. Andererseits behält sie sich auch noch so ein bisschen ihre Art bei, gerade wenn er dann gehen will, der Doppelgänger, und sie sich schon so hinstellt, so gibt es jetzt den Kuss, und er hatte dann auch die Anweisung bekommen, sie darf er nicht küssen, soll so tun, als wäre er erkältet.
dass er dann so ein bisschen ungelenk ihre Hand nimmt und dann sagt sie noch so, warum denn die Hand? Ich habe doch einen Mund. Und dann steht er halt so da. Ne? Dann steht sie so da, so, küss mich doch. Also dass sie da auch da noch so relativ selbstbewusst ist. An ja gut, aber Stelle. Da zitiert sie ihn ja bloß, weil er das am Anfang zu ihr gesagt hatte. Das ist ja eine. Was hat er zu ihr gesagt? Na, am Anfang hat sie doch gesagt, ich gebe dir die Hand. Und er hat gesagt, ich habe doch einen Mund. Also jetzt, wo sie den echten Zahn kennengelernt hat? Ja, das war der erste Treffen, wo sie meinte, oh, ich muss jetzt los. Nachdem sie erfahren hat, dass er Zahn ist, wollte sie auch mal vor ihm flüchten. Und dann hat er sie doch nach Hause gebracht. Stimmt. Und hat sie das gesagt. Und sie hat eigentlich diesen Satz wieder mal aufgegriffen. Ja, okay, ist völlig logisch. Aber selbst dann würde ich es trotzdem ihr auch ihrem Selbstbewusstsein zuschreiben irgendwie. Aber ich bleibe trotzdem schon dabei, dass ich dir grundsätzlich auch zustimmen würde, dass sie da so ein bisschen in diese... ja, traditionelle Rolle fällt, wenn sie da vorher schon sehr eigenständig wirkt, ne? Der eigene Laden und so und selbstbewusst eben auch, wenn die Behörden sozusagen irgendwas sagen, da setze ich mich drüber hinweg, ich mache mein Ding so ungefähr. Ja, da ist schon was dran. Und ich glaube, wo ich dir auch widersprechen würde, ist ja, dass sozusagen sie beide sagst ja auch, dass der Zahn sie verliebt ist und so und das den Eindruck habe ich nicht. Weil er ja dann auch meint, oh Gott, ich habe sie zum Schluss, als sie dann nochmal auftaucht hier bei dem Ball, dann wo er auch meint, oh, ich habe sie, hab ich ja total vergessen. Hatte sie ganz vergessen. Gibt, ja. Also ich würde zustimmen, dass er dass es von ihrer Seite deutlich stärker ist, so dieses Gefühl, dass er aber nichtsdestotrotz auch sehr froh ist, wenn er sie sehen kann oder dass er ja, sie wieder sieht. Ja, aber das ist ja dann doch so eine Urlaubsliebe oder so, ja, ja, genau. So ein Flirt. So genau, also dass sie sich da, sie rechnet sich deutlich mehr aus. Ja. Pepi rechnet sich bei ihr sehr viel aus, sie rechnet sich beim Zahn sehr viel aus und am Ende ist keiner glücklich. Weil Napoleon wiederkommt. Oh, Napoleon. Hey, Napoleon. Diese Auseinandersetzung zwischen ihr und Pepi ist ja auch etwas, was sich wiederholt, wenn sie sich dann so in der ständigen Wiederholung Blumenstrauß nicht, werde ich doch, wirst du nicht, werde ich doch, wirst du nicht. Ne? Das geht also hin und her und das ist dann auch wieder sehr schön filmisch gelöst. Der Übergang dessen in so eine Marschmusik. Beim ersten Mal ist es eben, dass der Zar, ne, ich weiß nicht, ob da kommt da direkt schon der Zar, eigentlich nicht, weil dazwischen noch diese andere Szene ist, aber da geht es eben so, irgendwie kommt gerade jemand irgendwie so, ne, der Aufzug kommt da vorbei und beim zweiten Mal ist es, was war es da, warum die sich streiten? Er kommt wieder, ne? Und er, Baby sagt, er kommt nicht, doch er kommt nicht, er kommt, ne? Und auch da wird das dann wieder in so eine Trommelwirbel-Marschmusik geht das wieder über. Fand ich sehr interessant, sehr schön gelöst. Das war wieder so eine Inszenierungs- Art, die, wo ich dachte, ja, da haben sie auf jeden Fall sich ordentlich was beigedacht. Und ein anderer Moment, wo das auch ist, wo ich die Parallelmontage oder den Übergang zwischen den einzelnen Handlungssträngen sehr interessant fand, der erste Abend sozusagen, wo der Zar dann da ist, geht es ja darum, dass er seinen Doppelgänger beauftragt, hier, du gehst für mich in die Oper da, zu diesem russischen Ballett und ich kümmere mich mal um die Attentäterin. Dass wir dann irgendwie so sehen, wir sind in der Oper und bekommen so die von dem Tanz, der gerade aufgeführt wird, so die Beine gezeigt, so eine Großaufnahme der Beine und das wird überblendet, umgeschnitten zu tanzenden Beinen in dem, ich würde eigentlich Biergarten sagen, aber anscheinend heißt es Weingarten, wo dann der Zar und Christel sind und wo dann Paul Hörbiger, der Heurigensänger, sein Lied zum Besten gibt. Und das fand ich sehr schön. Ich glaube, es gab noch mal ein, zwei Momente, wo das ebenfalls so war, was so die Übergänge anging. Wir haben auch einmal diesen Zeitsprung, wenn sie da alleine, nachdem sie quasi aus dem Fenster gefallen ist, auf der Bank sitzt, zunächst ganz alleine und dann kommt ja diese Überblendung und dann ist halt volle Hütte. Das war auch so ein Moment, wo das so mit dem Schnitt sehr schön gemacht war. Ja, wenn man es aber auch genau nimmt, haben sie ja trotzdem auch viele Szenen mit sehr vielen Statisten, ne? Also du hast ja sozusagen hier diesen, wenn, wie heißt denn das? Dieser Umzug ist, ja, wenn sie reinkommen, da hast du extrem viele Statisten. Parade, dann hast du den Ball, dann hast du halt auch noch die Kneipe, wo die halt permanent sozusagen sitzen. Und auch wenn sie dann zur Villa gefahren wird. Genau, wenn sie zur Villa gefahren ist, dann sozusagen, wenn er sie nach Hause bringt, nochmal auch, noch, auch eine Art kleiner Umzug, wie alle gleichzeitig nach Hause gehen, das ist schon ein großes Aufgebot. Der Ball oder der Kongressball? Ich fand auch die Kostüme halt sehr, sehr schön angepasst. Also in der Hinsicht. Ich hatte von den Gesichtern, wie gesagt, da fand ich die nicht. Ich habe bei den Problemen mit dem Auseinanderhalten ist für mich einfach, dass die Gesichter für mich nicht so einprägsam sind. Das ist halt, glaube ich, ein persönliches Problem für mich. Das glaube ich, das wird wahrscheinlich jeder zweite oder andere nicht haben. Ja. Also das waren übrigens alles, also ne, wie gesagt, in Neubabelsberg gedreht und das waren alles, wurde von aus dem Boden gestampft anscheinend. Also es ist alles Kulisse, was da gebaut worden ist. Gerade wenn diese draußen Szenen, also um das nur mal wirklich so abzugrenzen, das war wirklich beeindruckend. Ich finde es sowieso immer krass, also das habe ich mich letztens auch wieder gefragt, als ich was anderes geguckt hatte, wenn du halt diese pompösen Kulissen aufgebaut hast oder Szenerien aufgebaut hast,
Werden die wirklich dann gleich wieder abgebaut oder wird es dann gleich für andere Sachen verwendet? Also ich habe mich das zum Beispiel letztens gefragt, als ich eine chinesische Serie geguckt habe, und da gucke ich recht viele Serien, die so in den 30er Jahren spielen, da hast du halt dieses alte, ich sage mal, dieses klassische Shanghai, was wir auch als Klischee so aufgebaut haben, was man auch in Indiana Jones so gesehen hat. Und da habe ich mich auch mal gefragt, nee, aber so von so. Klassisch. Nee, aber was sind halt so, also dieses Bild, was wir von Shanghai haben, das hast du halt auch in diesen Serien gehabt. Und das hast du auch in Filmen dann drin. Und da frage ich mich halt auch jedes Mal, brauchen die echt jedes Mal ein neues Set oder nehmen die einfach genau das und gehen einfach nur in eine andere Ecke? Also das ist so. Also es ist natürlich durchaus unterschiedlich. Bekannt ist ja zum Beispiel Universal Backlot, wenn du Gremlins und Zurück in die Zukunft, da hast du halt quasi den gleichen Kirchturmplatz da oder den gleichen Platz in der Mitte der Stadt. Echt? Ja, na, das ist halt das Studiogelände von Universal da, den Drehort. Und das ist aber wirklich ein schönes Gelände. Das hat mir beiden Filmen gut gefallen und ich habe es nicht zusammengefügt. Es sind jetzt nur zwei, es gibt noch x Filme mehr, die da gedreht worden sind. Wenn man das dann eben weiß und merkt, das ist ein Universal-Film, und dann merkt man so, ja, jetzt müsste hinten Doc McBrown an der Uhr rumdrehen, so ungefähr, egal welcher Film es jetzt eben ist. Ne? Und das andere ist doch hier bei Vom Winde verweht, wenn sie dann das Set abbrennen, das ist dann der Brand, das ist dann eingesetzt im Film als Brand. Also da ist dann sozusagen, da haben sie dann das eben komplett abgefackelt, um da irgendwas Neues wieder hinzubauen, eine andere Bühne. Aber es ist schon so, also behaupte ich jetzt auch so ein bisschen, aber du hörst, Use, dass man Sachen durchaus auch wieder verwendet hat. Überleg gerade bei Vom Winde verweht, spielt das ja nur in zwei Villen eigentlich und ansonsten ist es ja auch nur auf der Straße. Aber das ist irgendwie der große Brand von Atlanta oder irgendwie so. Ja, also da ist ja auch schöne Schlachtszenen oder so. Dieses Ding. Es gab übrigens auch traurige Zwischenfälle bei der Produktion, steht hier im Booklet, möchte ich einmal kurz zitieren. Ganz ohne Unglücke verlief die Produktion jedoch nicht. Am 25. Juli 1931 wurde der Presse gemeldet, dass beim Drehen einer Massenszene ein glühendes Stück Kohle von einer der Bogenlampen auf eine junge Nebendarstellerin Lily Ernesto heruntergefallen und ihr Kleid dabei in Brand geraten war. Obwohl die Ateliersfeuerwehr den Brand löschen konnte, erlitt die 22-jährige Tänzerin lebensgefährliche Brandverletzungen am ganzen Körper. 2 Wochen später starb sie im Krankenhaus. Oh, das ist furchtbar. Also eine Großproduktion, die eben auch quasi nochmal eine Geschichte für sich darstellte. Das war sozusagen der traurige Höhepunkt, aber zeig dir nochmal, was da eben alles so aufgefahren worden ist. Muss man ja auch erstmal so machen. Was ich übrigens so relativ früh mal kurz angesagt hatte, was ich mal eigentlich vorlesen wollte, zu dem Thema Kulissen. Heißt es hier im Booklet, auf dem Studiogelände in Neubabelsberg wurde das alte Wien künstlich nachgebaut. Ein, und das ist jetzt nochmal ein Zitat, ganzes Straßennetz mit einem Platz als Mittelpunkt, mit Tordurchgängen und einem einladenden Café und altväterlichen Kaufläden, Zitat Ende, bevölkert von mehreren hundert Komparsen, die bei 30 Grad Hitze in ihren aufwendigen historischen Kostümen spielen, tanzen und herumtollen sollten. Das fand ich übrigens auch beeindruckend, wie lang manche Einstellungen gingen. Das war einmal, wenn Paul Hörbiger singt, habe ich so gehört, war jetzt eigentlich gerade schon Schnitt? Ich glaube nicht, die Kamerafahrt, ja, ne? Wir gehen das ganze Ding mit ihm durch. Ah, jetzt kommt der Schnitt, okay. Und das andere war, wenn sie abgeholt wird und ihr Lied singt, wenn sie eben singt hier, das gibt es nur einmal, das kommt nicht wieder. Wenn sie mit dieser Kutsche, sobald sie in die Kutsche steigt, haben wir wirklich sehr lange Kutschfahrt. Und erst sind wir, glaube ich, sogar quasi gefühlt mit ihr in der Kutsche und dann kommt so eine Übersichtsfahrt quasi. Da habe ich noch gelesen, auch das steht noch in der Wikipedia, da wäre ein großer Filmfehler, dass man mehrere Sekunden lang sehen könnte, wie hinter der Kutsche jemand ein Kamerakabel aufrollt. und als sie das dann als sie sich die Bilder angeguckt haben vom Dreh, hat er gesagt, der Regisseur, ja, lassen wir drin, weil wäre das jetzt enorm aufwendig, das nochmal zu drehen, so eine Massenszene. Und B, ging er wohl davon aus, so steht, dass sowieso alle auf die Hauptdarstellerin schauen und das gar nicht bekommen. Ich muss auch sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen, ich habe auch die Hauptdarstellerin geguckt, der Plan ist aufgegangen. Ja. Ja, aber war das ja an einer anderen Stelle so, dass sie dann irgendwie tanzen, aus dem Schatten spielen, dann siehst du irgendwie. Ja, wenn sie in die Villa kommt, dann geht sie so umher und dann ist einmal eben der Schattenwurf so, dass sie im Bild ist und anscheinend wird das Kamerateam auch gerade von, hat hinter sich einen Scheinwerfer und sieht mal einmal den Schatten so von denen übers Parkett wandern, ja. Das ist auch so eine Szene, wo ein bisschen Mickey-Mousing ist, wo die Musik, also quasi die Bewegung der Schauspielerin nachher, wenn sie die Treppe so hochgeht, dann kommt so dip, 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 dann hält sie nochmal kurz an am oberen Ende der Treppe, weil da nochmal zwei Personen stehen, verbeugt sie von ihnen, dip, dip, und dann geht sie so weiter. Also auch das gibt es hier so als spielerische oder spielerische. Das ist mal Mickey-Mousing? Das hat auch Christian mal, ich weiß nicht mehr, welcher Podcast es also war. Also ich lerne heute so viel fürs Leben, Max. Also Mickey-Mousing im Sinne von, dass eben bei den Mickey-Mouse-Comics damals, also nicht Comics, bei den Animationen, Kurzfilm,
dass da eben auch, ne, wenn Mickey läuft oder so, dann würde boing, boing, boing. Und wenn die Musik das eben macht, dann ist das eben das so? Mickey Mouse. Das Imitieren von Bewegungen oder Abläufen im Bild, die sich in der Musik sozusagen widerspiegeln. Oder das Pfeifen des Windes oder sowas sind ja eben auch typische Sachen. Ich verrate mal ein Geheimnis, ich habe Mickey Mouse nie gesehen. Ich habe, weiß auch nicht, ich habe hier als Kind, keine Ahnung, wahrscheinlich so ein paar von den Comic-Strips. Also ich habe das Taschenbuch gelesen. Was aber sagt man denn? Sagt man Comic? Diese kurzen Filmchen? Was sind da andere Begriffe dafür? Ich komme nicht auf nichts. Aber es wirkt auch nicht so völlig falsch. Hm. Animationskurzfilm? Ja, nee, das sagt man doch nicht. Hast du den Clip gesehen? Hast du den Comic gesehen? Hm. Naja, aber ich glaube jeder. Trickfilm, ja. Oh, was ist der kurze Film? Naja. Ja. Ich gucke mal kurz, was ich mir so aufgeschrieben habe. Ja, die Übergänge mit den Wortgefechten, Exposition, Kamera, Parallelmontage, Moral von der Geschichte. Ja, was ist denn die Moral von der Geschichte? Also du hast ja schon gesagt, für dich war das irgendwie ein Fragezeichen hinterlassendes Ende. Also ich fühlte mich zum Schluss, also davon, mit der Abspann kam, habe ich so gedacht, ich fühle mich fallen gelassen. Hast dich so gefühlt wie Christel? Ja. Die auch sehr schön. Also ich, genau, ich fand es auch... Nur, sie hat eine Vorwarnung gehabt, weil sie noch lauschen konnte. Ich wurde einfach stehen gelassen. Also wie gesagt, genau, ich hab auch gedacht, na, jetzt kommt sie vielleicht doch noch mit dem Pepi irgendwie zusammen oder, ne, dass irgendwas noch sozusagen passiert. Aber es ist einfach nicht. Sie wird dann sozusagen da weinend, bleibt sie zurück und damit schließen wir. Und obwohl, ich weiß gar nicht, der Film braucht das auch nicht, dass sie mit Pepi zusammenkommt. Also ja, ich meine auch nur im Sinne von irgendwie eine Art glückliches Ende zu konstruieren, dann noch ein bisschen auf mit Brechen und mit Biegen und Brechen, aber das ist ja vielleicht sogar das ehrlichere Ende, ne? Wenn sie bei den 1000 Gulden kriegt, da wird sie nicht leiden. Jede Träne eine kleine Krokodilsträne. braucht sie sich nicht grämen. Ja, aber genau, die Frage, was die Moral von der Geschichte, das ist jetzt natürlich völliges ins Blaue raten. Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass sie nicht lange jetzt so um ihn trauert, also schon irgendwie an ihm hängt und ein bisschen drüber trauern wird, aber letztlich wirkte sie zu Beginn zumindest so wie eine Figur, die da schnell sich das einordnen, zurechtlegen wird und dann wieder in ihr normales Verhalten an den Tag legen wird, also damit zurechtkommen wird. Hm? Gold, Digga. Give me money. Ja, wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob sie dann weiterhin diese Zahlung, also wenn sie die bekommt, dann ist es natürlich entspannt für sie. Dann braucht sie vielleicht auch keine Blumensträuße mehr auf berühmte Personen werfen. Nein, ich glaube auch nicht, dass sie das ihr ums Geld geht, um Gottes Willen. Ja. Nein, das ist schon richtig. Aber ich glaube auch, dass die ein Könnchen von Traurigkeit ist. Die macht dann weiter und dann ist gut. Ja. Hast du denn das Gefühl gehabt, also war das für dich ein glaubwürdiger Blick, so könnte Wien gewesen sein? Ganz grundsätzlich, jetzt mal abgesehen von dieser Sprachgeschichte, so von dem, auch durch die Kulissen und so? Also. Das ist eine gute Frage, ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ich habe es dem Film abgenommen, ja. Also ich habe da auch nicht so den Vergleich. Ich weiß ja, dass Wien ist ja eine Stadt, wo halt... Ich will gerade, der dritte Mann wäre noch, ne, aber es ist eine andere Zeit. Hat, das hat mir auch sehr gut gefallen damals. Ja. Also der ist ja wirklich authentisch da auf den Straßen auch gedreht. Ja, aber die fand ich auch sehr schön von den Kulissen her. Wien hat ja auch schöne Kulissen. Also das ist jetzt ein Studiobaukulisse der Kongresstanz und der dritte Mann wurde ja auf den Straßen gedreht eben. Das ja, ich jetzt so. Also was ich sagen möchte, ist, dass die Stadt Wien sehr viele historische Plätze hat, die wirklich wunderschön sind und das darf man ja nicht wegsprechen. Das hat der dritte Mann wunderbar wiedergespiegelt und ich fand, das Set war ja sozusagen auch sehr schön gemacht, aber ich finde, es hat jetzt nicht so auf historische Plätze geachtet, sondern einfach eher so auf Raum für Massenversammlungen, weil ja die großen Events, die wichtigen Szenen waren ja immer im Haus. So. Das wollte ich damit sagen. Ja. Warst du schon mal in Wien? Ich glaube, war als kleiner Junge vielleicht mal da, weil da vom Handball irgendwie ein Turnier war von meiner Schwester. Da habe ich mir, müssen wir meine Eltern fragen. Also ich bilde mir eigentlich, war schon mal in Wien, das kommt mir so vertraut vor, aber ich habe kein Bild vor Augen, deswegen war ich entweder ein Kind, bin da nicht durchgefahren oder ich bilde es mir ein. Eine Sache dort. Also ich war auf jeden Fall schon einige Male ein Land weiter in der Schweiz, aber ich glaube in Wien selbst war ich noch nicht. Ein Land weiter, das Land Wien. Und das Nebenland Schweiz. Ja. Nee, also ich glaube auch so wirklich als authentisches Wien habe ich es jetzt auch nicht gedeutet, aber also ich habe ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, hier die Kulissen, das finde ich beeindruckend, das fasziniert mich auch immer wieder noch, wenn Filme eben
Natürlich ist es okay, wenn man CGI einsetzt oder so, aber ich glaube, so dieses komplette vor Greenscreen drehen oder so und dann eben alles so reinkopieren, auch wenn das heutzutage schon auf sehr, sehr hohem Niveau machbar ist. Ich finde, das hat immer nochmal einen ganz anderen Eindruck, wenn das eben alles echt ist. Und selbst wenn man vielleicht mal erkennt, ach, das Fenster ist nur gemalt, das ist gar kein echtes Fenster da im Hintergrund. Aber zum Beispiel auch relativ zu Beginn diese Szene, wenn wir das erste Mal in ihren Laden kommen und dann kommt jemand rein und die Tür geht auf und dahinter siehst du hier so viel Bewegung und du merkst, das ist keine Rückprojektion oder so, da gehen gerade wirklich die ganzen Menschen lang und da hinten hat jemand hier diese eine Kulisse da aufgebaut, da steht ein Haus und wenn es vielleicht nur die eine Pappwand statt einer Holzwand ist, eine Pappe statt Steinwand ist, Pappe statt Holz, ein Glück haben die Wiener so intensiv gebaut. Also das hat einfach so eine Haptik, ist nicht der richtige Begriff, aber das so zum Anfassen ist das eben, du weißt, da hat jemand eben sich diese Mühe gemacht, da haben hunderte Leute da rumgebastelt und gemacht und das wirkt gleich nochmal ganz anders irgendwie. Ja, finde ich auch so. Finde ich auch schöner. Ist ja auch in vielen Sachen so, wenn du heutzutage Filme siehst, wo so zum Beispiel solche Sachen wie diese Brandszene, gut, haben wir jetzt in dem Film nicht drin, ne? Aber dass wenn, dass die denn ja damals auch noch richtig echt wirkt, wenn du heute richtig siehst, dass das Feuer nur so rein animiert ist und das ist ja. Das gleiche auch mit Menschenmengen und das hat schon was. Ja. Also wie gesagt, ne, manche kriegen das so auf einem sehr hohen Niveau hin. Feuer ist, glaube ich, immer noch so einer der ganz großen Kniffelpunkte. Wenn du da nicht genug Geld hast, dann sieht man das sehr schnell. Aber es gibt natürlich auch schon Sachen, wo ich dann auch nicht gewusst hätte, wenn dann jemand sagt, ja, hier, das ist auch Computertrick, dann hätte ich auch gesagt, okay, habe ich nicht gemerkt. Obwohl ich sagen muss, gerade bei so älteren Filmen, was diese Massenszenen angeht, da hast du ja auch häufig ungewollten Humor dabei, in dem sozusagen ein Statist irgendwie das macht, was er nicht machen soll. Also es ist mir in diesem Film jetzt hier nicht aufgefallen, aber ich weiß, bei Orlok Sende war ja noch diese eine Dame, die den Hut noch so zurechtzieht und die eine Masse so komisch auf einen Stern schwer macht. Also das ist schon, das hast du auch manchmal noch mit drin. Das finde ich auch mal sehr amüsant. Ich finde, es hat auch einen eigenen Charme. Ja. Ja, also ich glaube, ich habe so das, die großen Themen, die mir noch so im Kopf hängen. Ich habe mir ausnahmsweise mal 2,3 Notizen gemacht, machen wir sonst auch nicht. Das ist so das, was ich auf jeden Fall ansprechen wollte. Hast du noch, fällt dir gerade noch ein Thema ein? Nein. Dann habe ich nämlich noch die lustige Frage. Das ist anscheinend hier, wie gesagt, ach doch, eine Sache hatte ich noch. Also wollte ich eigentlich die ganze Zeit vorhin sagen, also dass du die ganze Zeit geredet hast, dann wollte ich dich unterbrechen, jetzt passt das wirklich, das ist jetzt unglücklich. Aber als wir beim Cinematic Smash Bros. Tournament dabei waren, da hatten wir ja diese geile Frage gehabt, hier sozusagen, was die beste Szene im Kino. Ja. Und ich habe gerade bei dem Film gedacht, oh, ich hätte die Frage noch cooler gefunden, in welchem Theater. Okay. Das wollte ich irgendwas sagen. Damit bin ich es wenigstens losgeworden. Weil ich denke, da will sich, also, macht sich der Horizont noch weiter auf. Beschreib mal, was dich an der Theaterszene so funktioniert. Kannst du auch gerne die Theaterszene noch ein bisschen beschreiben? Naja, also ich bin ja ein Mensch, der sehr, sehr stark theateraffin ist. Mhm. Wie man das wahrscheinlich auch schon mitgekriegt hat. Und jeder Theatergänger kennt das, bevor die Vorstellung losgeht und sich hinsetzt, dass sozusagen das Orchester sich noch einspielt und dann halt jeder sozusagen sein Instrument nochmal so testet und wie dann halt dieses so kommt, bevor dann die Stille kommt und dann geht's los. Genau. Und das ist ein Moment, den ich, wo ich immer wieder Herzklopfen kriege und den ich absolut liebe. Und ich habe gemerkt, dass bei diesem Film, als dann das genau diese Szene porträtiert wurde, wo die anderen sich halt alle hingesetzt haben auf ihre Plätze und dann kam halt dieser Moment, dass ich echt so dachte, boah, ich vermisse das Theater. Oh, Coronavirus, nein. Weil das ist ein Moment, den ich unglaublich liebe. Das ist sozusagen die Ruhe vorm Sturm. Und das hat sehr, sehr gut eingefangen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann mag ich das halt sowieso gerne in Filmen, wenn Theater gezeigt wird, wenn dann halt so gerne diese Logen sozusagen Plätze sind. Oder dass man halt mit diesen Logen arbeitet. Das ist ja ein relativ häufiges Element in Filmen. Und natürlich halt auch noch das Stück selbst, was ich in diesem Fall jetzt bei dem Film jetzt nicht so schön fand, aber nicht einordnen konnte, sagen wir es so. Und dass man halt dieses Vielspiel hast sozusagen vom Zuschauer, von den Theaterleuten und dann vielleicht noch von einem externen Konflikt, der jetzt irgendwie jemand abholt oder reinbringt. Und ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und dieses Herzklopfen, was ich gekriegt habe, als dieses Einspielen war, habe ich es, glaube ich, wirklich so gedacht, oh, ich möchte wieder ins Theater. Aber es ist ja bis 31. August nicht möglich. Na, es kann sein, dass, also Großveranstaltungen nicht, aber eventuell könnte es sein, dass das schon vorher wieder geöffnet wird, aber auch da werden sich dann noch ganz große Fragen auftun. Ja, aber da kommen ja eher kleinere Stücke und nicht, wo du noch so ein Orchester brauchst, das sind dann schon größere Aufführungen. Ja. Also was ich auch an der, also die Theaterszene hat ja sehr, sehr viele schöne Sachen, also auch dieses, wenn unser Doppelgänger da reinkommt und
von Fürst Metternich quasi die Hand gereicht bekommt und er so ganz zögerlich so zwei Finger quasi hinhält, auch ein sehr lustiger Moment, fand ich. Also ich fand es am schönsten, wie er sich dann halt der französischen Mätresse nähern möchte und dann halt ist dann der Aufpasser hinten und er dann halt den Vorhang mal so schon mit einer Handbewegung wegmacht und dann hat sie diesen riesen Gänsefächer oder was das war, das fand ich auch sehr, sehr schön. Das ist auch so das filmische Erzählen, ne? Dieses Verdecken, etwas nicht sehen. Also der eine wird durch den Vorhang weggesperrt, darf nicht zugucken. Wir werden dann auch quasi ausgesperrt und dürfen nicht zugucken, wenn sie sich dann küssen da an der Stelle. Und dann gleichzeitig fand ich auch, es ist auch hier dieses, ich sag jetzt mal, dieses Klischee, sehe ich dieses, die High Society versammelt in so Theater, weil alle mitreden wollen und alle schlafen. Auch das wieder schön zum Takte dieser Musik. Gerade der eine, der, ich bin mir nicht sicher, ob das der Bürgermeister oder der Finanzminister da sein sollte, der vom Anfang kennengelernt hatten, der seine Frau quasi reinfällt und die dann dadurch aufweckt und sie so tut, als wäre sie total aufmerksam und ihn dann ermahnt, so geht das aber nicht so ungefähr. Und dann beide gleich wieder so nach vorne überkippen, ja. Auch ein sehr schönes Bild, ja. Naja, aber ich finde auf jeden Fall trotzdem, weil von dieser Grundkonstellation her wäre das halt eine sehr schöne Antwort auf die Frage, was die schönste Theaterszene ist, würde auf jeden Fall ein guter Kandidat sein. Mhm. Und was ich ja vorhin schon erwähnt hatte, hier diese Überblendung, die Montage zwischen den tanzenden Beinen. Und es ist ja auch dann gleichzeitig nochmal, ich glaube, der Zar hält sie dann so in den Händen, also dann wieder bei der anderen Szene, hält Christel so in den Händen und auch da, ich weiß nicht mehr, was zuerst kommt, ob erst die Szene auf der Bühne kommt oder erst er, auch da auf der Bühne ist dann eben eine sehr ähnliche Szene, wo die Männer die Frauen dann auch so in den Arm nehmen und sie sich nach hinten beugen, so kurz davor sind, sich zu küssen. Also auch da wieder eben diese doppelte Inszenierung oder die ähnliche, die Parallelinszenierung der Parallelmontage. Ja, und ich wollte jetzt noch mit der Frage kommen, ich hatte mir das hier nur angelesen, dass das die Großproduktion war und auch super Riesenerfolg, irgendwie innerhalb von 17 Tagen fast 500.000 Menschen in Berlin haben diesen Film gesehen und bei der Premiere in Düsseldorf sind die irgendwie mit Elefanten durch die Stadt gezogen. Was denkst du denn, was hat den Reiz ausgemacht? Also wir haben irgendwie die Situation 1931, die Weltwirtschaftskrise naht und es herrscht schon hohe Arbeitslosigkeit, aber halt der Film ist total populär. Also kannst du es nachvollziehen, dass der anscheinend so ein Riesenkracher war? Naja, da fehlt mir ja sozusagen der Einblick, wie oft da Filme laufen und was für Filme laufen im Vergleich zum Kino. Das ist natürlich eine heitere Komödie, die halt auch politische Sphären, sozusagen Anklänge sozusagen nochmal verbindet. Ich kann mir vorstellen, dass halt was ein Novum gehalten haben könnte, aber mir fehlte halt das Hintergrundwissen, um das besser einschätzen zu können tatsächlich. Hast du eine Antwort auf diese Frage oder selber eigene Gedanken? Genau, ich lese mal kurz nochmal aus dem Booklet vor hier. Der Kongress Tanz nahm an den Kassen das Zehnfache der sonstigen Durchschnittsfilme ein, die parallel in denselben Kinos liefen. Allein in Berlin waren in den ersten Monaten 35 Kopien im Umlauf. Der bisherige Besucherrekord von Die drei von der Tankstelle wurde bei weitem übertroffen. Bis zum 29. November 500.000. Und ab dem 1. November 31, ne, der 1. Oktober, wurde er dann auch in anderen Städten rausgebracht und da eben auch sehr erfolgreich. Ich weiß es auch nicht. Also wahrscheinlich, müssen wir jetzt mal gucken, wann eben Lillian Harvey, Willi Fritsch eben das Traumpaar geworden sind oder ob das eben auch mit durch diesen Film begründet wurde. Also ist das vielleicht so eine Popularität genoss, die beiden, dass sie da unbedingt rein wollten, was vielleicht Paul Hörbiger noch mit reingespielt hat sozusagen. Mich würde jetzt auch mal interessieren, was eigentlich die Drei-Groschen-Oper zum Beispiel eingenommen hat. Drei Groschen, steht auch schon im Titel. Ja, aber das ist ja nur... Das Leinwandpaar, das, ja, allein dadurch, dass das eben so eine Großproduktion ist und wahrscheinlich eben auch ordentlich Werbung gefahren wurde, dass das noch damit reinspielt, dass das eben die Popularität ausmacht. Also dieses, ne, aha, alle reden davon und oh, was wird hier beworben? Müssen wir uns mal angucken, müssen uns das neue Waschmittel kaufen und diesen Film gucken. Also das, ja, das ist das auch relevant. Ach, das ist der Parasite-Effekt. Alle haben ja schon erkannt, dass er gut ist und dann reden alle noch, dann gucken die anderen, die ihn gar nicht sehen wollten, gucken ihn nochmal, weil alle darüber geredet haben. Ja, so, und allgemein war Kino nochmal eine Spur populärer zu der Zeit, würde ich behaupten. Ne? Na, ich weiß ja jetzt auch gar nicht, jetzt wie beim normalen Durchschnittsbürger sozusagen diese Konstellation der beiden Hauptdarsteller, die du als Dreamteam hier sozusagen vorgestellt hast vorhin, wie die schon so gezogen hat, dass man sagt... Ja, habe ich ja gesagt, ob es eben damit noch schon begründet wurde oder ob es schon im Gange war, weiß ich auch nicht genau, aber... Dass das natürlich auch ein ziemlicher Effekt wahrscheinlich war. Also ich muss ehrlich sagen, mein Liebling des Films war der Peppi. Der Schauspieler, der mir am besten gefallen war, am Schauspiel von der Rolle und der Mimik. Ich fand ja auch den beleibten... Hochdeutsch. den beleibten
ja, weiß ich nicht, militärischen Assistenten vom Zaren durchaus humorig. Aber der hat mich gefragt, ob der doch hier, der war doch nicht wirklich so dick, der war da wie im Trickfilm, das sah ja aus, als wenn der hier so Kisten reingelegt hätte. Also ob er sich da noch irgendwas reingelegt hat, mag sein, aber ich glaube, der war grundsätzlich schon ein bisschen fülliger. Ja, das ja, aber nicht, dass er so dick war, das glaube ich nicht. Naja, der übrigens von den Nazis vergast worden dann in Auschwitz. Um auch nochmal ein bisschen so die Realität ins Spiel zu bringen, dass eben, ja, das, was wir damals bei Hitlers Hollywood mit hatten hier, warum denn für die Deutschen unseren Humor vielleicht verloren haben oder worüber wir heute lachen und was da eben fehlt, dass eben zum Beispiel, so hatte Rüdiger Sustans das eben mit beschrieben, ja auch der jüdische Humor einfach weg gewesen wäre und eben viel Talent dadurch natürlich auch begraben worden ist und vernichtet und ausgelöscht worden ist oder woanders hingegangen ist, wenn sie Glück hatten und entkommen sind diesen schlimmen Zeiten. Das war ein Downer, ne, zum Abschluss. Ja, das war wirklich ein Sacker. Dementsprechend möchte ich natürlich auch nochmal, damit es nicht, damit ich mich mit einer richtig positiven Note schließen, natürlich mal für die Frage stellen, was mich immer wieder interessiert, wenn wir darüber reden, weil wir es ja auch im Alltag mal relativ häufig machen. Du guckst ja nun auch recht viele Zeiten sozusagen aus den Filmen aus der Nazi-Zeit oder vor oder Nachzeit. Also jetzt im Verhältnis jetzt zu einem anderen deutschen Bürger oder so. Also dass du auf jeden Fall so Interesse auch mal hast, dich darüber zu informieren über diese Zeit. Mhm. Und du ja auch, du sagst halt auch immer, man muss es ja auch mal im Kontext der Zeit sehen, dass man das halt auch wirklich so inspirieren kann. Aber man hat ja immer wieder diese Gespräche durch diese ganzen Skandale von heute bis in die ewige Vergangenheit zurück. Wo sieht man die Grenze? Wann guckt man noch einen Film mit einer Person, wo halt immer wieder Roman Polanski genannt wird? Als Beispiel, jetzt haben wir noch Harvey Weinstein dazu. Es gibt auch Leute, die keine Hitchcock-Filme gucken oder auch Woody Allen oder also. Naja, also das ist für mich immer so ein interessantes Thema, wo man sieht man für sich persönlich die Grenze oder für andere, weil man kann ja diese völlige Kontrolle über den Hintergrund hat man ja selber nie. Wie siehst du denn das jetzt zu sagen, wenn du jetzt einen Film aus der Nazi-Zeit guckst, der dann auch vom Bild her eigentlich eine sehr lustige oder sehr harmonische Welt widerspiegelt? Versuchst du denn in den Szenen immer so das Negative auszufiltern, oder was du sozusagen aus dem Geschichtsunterricht genau so kennst, was dann halt sozusagen genauso passt in dieses Aber? Oder nimmst du den Film als halt nur die Handlung des Films selbst so hin und versuchst die dann halt im Nachhinein vielleicht nochmal so nachzuinterpretieren? Also es ist gemischt, ne? Natürlich, sobald ich irgendetwas so ganz grob weiß, gucke ich natürlich so mit ein bisschen diesen, ja, ich lege mein Kinn auf meine Faust und grübele und ihr müsst ja bedenken, das ist jetzt ein Nazi-Film oder ein Film, der in der Nazi-Zeit gedreht worden ist und müssen vorsichtig sein. Also ich glaube, also genau, wenn ich es vorher weiß, lasse ich mich wahrscheinlich nicht komplett fallen und bin dann immer so ein bisschen so mit diesem, ja, was haben die Leute wohl sonst so gemacht oder so, ne? Aber, und das haben wir, glaube ich, damals bei Opfergang schon auch versucht zu erörtern, eben dieses, es ist einfach so, einige der Filme sind einfach ziemlich gut gemacht. Also das abzustreiten, glaube ich, wäre dumm. Ne? Wäre zum Beispiel bei Jud Süß, quasi dem Überpropaganda-Film, bei dem zu sagen, das ist ein Scheißfilm, kann man sagen, aber man kann nicht sich hinstellen und sagen, der ist scheiße gemacht und das dann. Also da macht man sich selbst lächerlich. Das wäre Quatsch. Ja, das muss man festhalten. Ob das dann eine Anerkennung gleich kommt, ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist eben so. Da lässt sich nicht viel dran rütteln. Man kann dann aber eben, finde ich, ist es auch völlig in Ordnung. Das ist auch wichtig, glaube ich, dass man sagt, hier, das und das hat mir gefallen. Jetzt weniger bei Jud Süß, aber bei Opfergang zum Beispiel ist ein Film, der eben auf einer sinnlichen Ebene total was abzieht und auch mitreißt und sich dann eben, das ist glaube ich das Allerwichtigste, sich damit auseinanderzusetzen und eben zum Beispiel im Gespräch eben, beispielsweise in einem Podcast, dann festzustellen, ja was ist es denn und was bereitet mir dann vielleicht aber auch Bauchschmerzen oder sage ich tatsächlich, oh, eigentlich kann ich mit allem, was ich da so sehe, leben. Also ich glaube, es wäre falsch, einfach zu sagen, das ist aus der Nazi-Zeit, deswegen lehne ich das komplett ab. Also das ist auf jeden Fall grundsätzlich natürlich in Ordnung zu sagen, ich möchte da nicht zustimmen, aber dass man vielleicht auch sagt, ja, ich kann irgendwo verstehen, wo die Verführungskraft auch liegt. Oder wenn ich hier, was ich eben sagte, hier eingangs Operettenbox hier mit die Fledermaus, Frauen sind auch bessere Diplomaten, die ich jetzt natürlich beide noch nicht gesehen habe, aber zum Beispiel ist da die Goldene Stadt drin, wo du auch sagst, so, der ist filmisch,
der hat was, aber was da so manche Botschaft oder Thematiken angeht, ist das schon so, okay, ja, das ist schon harte NS-Zeug so. Und ja, also ich weiß zum Beispiel, die Feuerzangenbowle ist ja auch so ein Punkt, ne? Da habe ich, kann ich durchaus lachen und mancher Gag ist einfach gelungen, aber habe trotzdem irgendwie so Magengrummeln, weil halt, ja, was sind denn da sonst noch so für Themen oder was wird uns denn so vermittelt? Und die andere Frage ist dann natürlich, ist das jetzt eben konkret sozusagen Nazi-Propaganda oder sind das vielleicht auch einfach Denkmuster, die bis zu dem Zeitpunkt sowieso schon vorhanden waren und vielleicht nicht unbedingt geil waren, aber dadurch eben erst nochmal stärker damit verknüpft sind? Oder sind es vielleicht auch andersrum, gibt es vielleicht auch Gedanken, die man selbst gut findet oder die auch allgemein nicht verkehrt sind, aber irgendwie in ein schlechtes Licht gerückt werden, weil die in genau dieser Zeit so nochmal verarbeitet worden sind und irgendwie ausgestellt worden sind? Ich glaube, genau, wie gucke ich diese Filme? Ich gucke die immer mit so einem halb kritischen Auge, weil ich das nicht komplett abstellen kann. Einfach so, das ist einfach so. Habe aber trotzdem im Rahmen mancher, im gewissen Rahmen, wie eben gerade schon erläutert, meinen Spaß dann auch damit oder kann mich davon unterhalten lassen. Halt es eben immer auch wichtig zu reflektieren und das eben nicht einfach so zu sagen, oh ja, war lustig. Ah ja, hier Douglas Sirk war damals Detlef Sirk. Achso, ist in der Nazi-Zeit entstanden. Okay, ja, dann müssen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen gucken. Klar, wir haben auch hier ja schon Große Freiheit Nummer 7, ne, der ja auch in dieser Zeit entstanden ist. Man aber auch sagt so, na, was ist denn da vielleicht, oder gab es sozusagen den inneren Widerstand in dieser Form? Oder muss man das nicht trotzdem komplett verurteilen, weil die ja anscheinend innerhalb dieses Systems, was schlimm war, mitgemacht haben und sich nicht stärker dagegen gestellt haben oder versucht haben? Ja. Das ist so die ganz einfache Antwort. Naja, guck mal, bei der Konkurrenz, wenn genau er von 31 ist, dann hast du ja auch den Fall, dass sozusagen, ist ja auch grummelt in allen Ecken jetzt. Ja, wie gesagt. Ne? Und dass das Machtergreifung ist ja auch nur noch 2 Jahre weg. Ja, andererseits, guck mal, zum Beispiel die UFA ist gegründet worden im Krieg, um eben Propaganda zu machen. Mhm. Ne? So kannst du ja auch sagen, ich lehne komplett die UFA ab oder so. Mhm. Wäre ja auch ein, also mit dieser Begründung würde ich zum Beispiel sagen, ja, kann ich nachvollziehen, gehe aber trotzdem meinen eigenen Weg, indem ich trotzdem diese Filme gucke. Ne, ich meine, die Frage ist natürlich, wie viele Leute gucken hier überhaupt so einen Film von 31 oder kaufen sich jetzt, weil wir das besprochen haben, DVD oder Blu-ray. Ja. Vielleicht Dennis. Und der treue Hörer. Schön unter Druck gesetzt. Nein, also ich möchte das jetzt nur so als Überleitung nehmen, weil ja Dennis sich immer eine Filmbesprechung von uns gewünscht hat und uns darauf hingewiesen hat, dass wir die nie gemacht haben und das wird dann unsere nächste Folge werden. Welche? Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Achso, okay, gut. Aber Dennis weiß, was ich meine. Mhm, nein, okay. Also The Heiress, also die Erbin mit meiner Lieblingsschauspielerin Olivia de Havilland. Ja, also um das vielleicht auch nochmal kurz auf andere Sachen zu finden, sowas wie, ne, das, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, konkret jetzt eben Roman Polanski, von dem gucke ich Filme, bei denen er Regie geführt hat, die gucke ich nicht mehr. Verstehe ich nicht, diese Haltung, also, ich nicht. Um das eben möglichst in keiner Form zu unterstützen. Finde ich okay, ist ein Standpunkt. Und natürlich ist es, ja, muss eben jeder für sich selber sagen, wo er die, also musst du für dich, jeder für sich selbst ausmachen, wo die Grenze zieht. Ne? Ich glaube, die wenigsten werden sich entscheiden und sagen, ich gucke keinen Film mehr, an dem Harvey Weinstein mitgewirkt hat, in welcher Form auch immer, weil, wenn ich mir diese Liste angucke, ja, dann wird es schon ganz schön. Flackern dir die Ohren, ja? Ich meine zum Beispiel, dass Matrix auch, dass die da auch, also nicht ein Warner-Film, ne? Aber war der auch Weinstein? Also ich weiß es nicht. Also das wäre natürlich nochmal der nächste Punkt, wenn man dann sagt, hier, nur weil er jetzt vielleicht nicht als Produzent dabei steht oder so, aber vielleicht trotzdem auf irgendeine Art und Weise mit so einem Film verknüpft war. Oder auch, dass Leute sagen, die gucken keine Kevin Spacey-Filme mehr oder wie sagst du, Alfred Hitchcock. Ich kann das akzeptieren. Ich denke dann persönlich so mal ein bisschen, naja, aber ist das denn konsequent genug? Also musst du, wenn du sagst, den nicht, musst du dann nicht auch das, da, dort, hier und dieses? Und dann natürlich diese andere Frage, ist es jetzt eine große Rolle, ist es eine kleine Rolle? Sind dann nicht gleich die anderen, die da sich alle beteiligt haben, auch geschädigt und dididim? Also das finde ich tatsächlich ein großer Aspekt. Ich finde, man hat, also ich akzeptiere das auch, weil ich finde, letztendlich, das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich selber fällen, Hauptsache man ist mit sich selbst im Reinen. Ja. Aber ich finde es auch schwierig,
das tatsächlich auf alle Lebensentscheidungen umzuschwenken. Also wenn ich jetzt sage, mit Harvey Weinstein gucke ich den Film jetzt nicht mehr, habe ich überhaupt die Kontrolle, alles mitzubekommen, bin ich wirklich so up to date? Mhm. Und wenn ich jetzt den Schauspieler und den Schauspieler und den Schauspieler habe noch oder den Produzenten, was ich, kann ich überhaupt irgendwann diese Möglichkeit, das alles noch so zu kontrollieren? Und das finde ich halt, schätze ich als sehr unrealistisch tatsächlich. Eine Zeit, man ist jetzt bewusst dahinterher, dass einem das so wichtig ist als Aspekt, dass man da wirklich drauf achtet. Ja. Ne? Und das ist dann eben, ist jetzt, also die Verhältnismäßigkeit stimmt jetzt natürlich nicht, aber ich denke, die Auseinandersetzung oder das bewusste Umgehen damit und das Reflektieren. Also ich würde jetzt zum Beispiel nach dem Schauen von, wenn ich jetzt zu Twitter gehen würde, nach dem Schauen von Jude Süß und sagen würde, oh ja, Veit Hanlan, der beste Regisseur aller Zeiten, würde ich auch denken, nee, was habe ich da gerade geschrieben? Das, also selbst wenn ich anerkenne, das ist ein Regisseur, der weiß, was er tut und alles und der kann es eben, das Filmhandwerk, und würde ich so eben auch machen, Herr Weinstein, was für ein geiler Produzent, jawohl, nachdem ich Film XY gesehen habe. Das ist zum Beispiel was, wo ich dann auch sagen würde, sag mal, merkst du es noch? Da würde ich noch sagen, okay, ich kann verstehen, wenn du über den Film reden möchtest oder dass du irgendwas am Film gut fandest, aber das wäre eine Art und Weise, mit der auch ich Probleme hätte. Ne? Also naja, gesagt, das ist von der Verhältnismäßigkeit dieser beiden Figuren, naja, das ist eine normale Nummer. Aber das habe ich ja gerade selbst auch erlebt bei dem Sänger Jun Jung Jung. Da war das ja auch ähnlich, der ist ja jetzt auch wegen 6 Jahren erstmal wegen Vergewaltigung und Missbrauch weggesperrt und da ging es halt auch darum, wer möchte es unterstützen, wer nicht. Und er hat schöne Musik gemacht, das muss man ihm zugestehen, aber es ist halt die Frage, hört man sich, konsumiert man sich halt stillschweigend oder nicht? Und da gibt es halt ganz viele, die dann halt sagen, naja, man muss ja an zweite Chancen glauben, und es ist halt eine Person, die halt nie Reue gezeigt hat. Und da finde ich das auch schwierig, wenn sich Leute dann hinstellen und dann halt immer sagen, naja, du musst den hören, der ist so toll, das ist ein toller Mensch und das finde ich auch schwierig in diesem Umgang damit, weil zweite Chancen will ich gar nicht wegsprechen, klar, aber da muss schon gewisse Reue tatsächlich schon erkennbar sein, dass man nämlich auch zugesteht. Ja, finde ich, das ist ein schwieriges Thema, auf dem man, wo man sowieso nie eine richtige Antwort finden kann, aber ich finde halt auch gerade, wenn du zum Beispiel sagst, hier ist Kevin Spacey, Polanski, das sind auch Sachen, das sind, an so einem Film, da arbeiten so viele Menschen mit, die halt auch ihr Herzblut geben und alles machen und tun. Und wegen dem Fehltritt von einer Person, die eigentlich das Bild dann nur darstellt und so alle anderen zu bestrafen, ist das wiederum fair. Ne? Mhm. Also das ist so eine Sache. Guck mal, Michael Mann ist ja mein Lieblingsregisseur. So. Und ich hatte mal mitgekriegt hier bei seiner Miniserie Luck, die ist nach einer Staffel eingestellt worden. Ja, wegen den Tierrechten bestimmt. So ungefähr hatte ich das gehört, dass so eins der Pferde, welches da verwendet wurde, vorkam, so belastet worden ist, dass das eben, haben die auch einen normalen Knöchel oder also irgendein Gelenk im Bein ist gebrochen worden, eben durch zu hohe Belastung. Ne? Und dann muss ich mir jetzt eben auch fragen, ja, schaue ich jetzt nie wieder was von dem, weil der eben nicht ordentlich mit Tieren umgehen kann oder sage ich, das ist halt leider so gewesen und er hat hoffentlich daraus gelernt und ich gucke es mir vielleicht nicht so oft an oder ich rede deswegen nicht mehr so oft über diese Serie oder sonst wie was. Habe ich ihr dadurch jetzt gerade zu viel Aufmerksamkeit geschenkt? Ne? Also das, ja, genau. Muss das immer einordnen und sollte reflektiert daran gehen. Also ich halte zum Beispiel auch nichts davon zu sagen, ja, jetzt darf man so einen Film auch gar nicht mehr zeigen oder so. Ich finde es dann viel wichtiger, das zu zeigen und dann aber eben auch in einem Rahmen, in einem Kontext zu stellen, dass man vorher eine Einführung macht oder hinterher drüber redet. Hatte Rüdiger Suchsland damals auch gesagt, also dieses Thema, wir haben diese Verbotsfilme in Deutschland, die du eben nur zeigen kannst mit der pädagogischen Einführung und dem Nachgespräch so, dass du es nicht drumherum kommst, wobei es minimale Ausnahmen gibt. Ich glaube, hier Kolberg lief ja auch schon mal bei Arte, 2-mal mittlerweile oder so. Aber er meint auch so, wenn man das verbietet und tabuisiert, dann wird es ja erst doppelt und, also dann wird es gleich doppelt und dreifach interessant. Und dann kann nämlich diejenigen, die wir wissen, dass das die Doofen sind, ne, die Rechten, die nehmen das dann für sich ein und dann entsteht irgendwie so eine Art Mythos, ne? Wenn sie sagen, ja, das ist nur deswegen verboten und eigentlich ist das gar nicht so schlimm und eigentlich ist es auch gut oder sonst wie was. Mhm. Ne? Also diese Auseinandersetzung, die uns dann vielleicht natürlich auch mal zu Diskussionen und vielleicht auch zu einem Streit führt, aber dass wir das eben machen müssen, um nicht das anderen zu überlassen. Ja, also so, und das eben, ja. Also ich finde zum Beispiel auch krass, ich frage mich manchmal, wenn ich zum Beispiel das Beispiel nehme, wenn Leute sagen, ja, die gucken jetzt Polanski nicht mehr, ich habe es für mich entschieden, guckt ihr auch nicht mehr die nackte Kanone? Was war da? O.J. Simpson? Stimmt, ne, genau. Ist ja das auch heißt, also, oder wenn ja, ist denn für euch, ja, das liegt für euch höher? Also, ja, ist euch das bewusst? Das ist nämlich mein Beinpunkt. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Das glaube ich nämlich auch, wenn man jetzt bei Intrige, dem letzten Film von Polanski, wenn man dann wirklich alle Besucher, also jetzt bei uns im Kino direkt, wenn man jeden Besucher gefragt hätte, wissen Sie eigentlich, was der gemacht hat, gemacht haben soll?
glaube ich, dass viele einfach gesagt hätten, wieso, was denn? Ist das so ungefähr? Also, ne? Ja, und das ist eben auch nochmal so ein großer Punkt, dieses, wenn ich, sobald ich von einer Sache weiß, ne, wie gehe ich dann nochmal mit um? Ja, also ich will jetzt damit Polanski jetzt nicht entschuldigen, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir sein Leben angucke, mein Gott, der war nicht auf der Sonnenseite. Das sowieso. Also nicht, von daher. Also ich glaube zum Beispiel, dass das manche gar nicht wissen, das Thema Sharon Tate. Und das, ja, oder, also auch manche, was ich dann auch, vor allen Dingen, als ich dann so manche Meinung zu Once Upon a Time in Hollywood gehört habe, wo ich dann auch so dachte, ja, aber ihr wisst schon, dass diese filmisch ausgelebte Rache-Fantasie einen Grund hat und naja. Naja, genauso auch mit der Judenverfolgung und Polen und all das. Also es ist ja nicht so, dass ihr das nicht mitgekriegt hättet. Ne? Aber das sind Sachen, da beschäftigen sich die meisten auch nicht und wissen das vielleicht auch gar nicht. Und das sind schon Einschnitte, wo ich sagen kann, das kann schon jemand mit verändern. Ja, da sind wir bei dieser heiteren Tonfilmoperette doch nochmal ganz tief in die Tiefen hinabgestiegen. haben angekündigt, was wir als nächstes schauen werden. ich möchte nochmal wieder so, jetzt da wir zu ziemlich durch sind, auch nochmal kurz wieder das Thema neue Podcasts, die ich abonniert habe, anschneiden. Und zwar ist das diesmal ein Podcast, der fast alle Filme mit Keanu Reeves besprechen möchte. Und zwar heißt dieser Podcast Keanu Reloaded. Bei dem ich vielleicht mich auch noch mal ein paar Mal als Gast reinschmuggeln werde. Also ich sag mal ganz ehrlich, dadurch, dass ich ja Max schon ein paar Jahre kenne, ist Point Break ein sehr, sehr heuer starker Anwärter, weil ich gefühlt guckt ja den irgendwie alle paar Monate immer wieder aufs Neue. Also ich würde gerne mal den wirklich mal so gezählt, wirklich wissen die Zahl, wie oft du diesen Film schon gesehen hast. 3 oder 4 Mal. Nee, häufiger. Bei Letterboxd ist das auch so ziemlich eingetragen, mindestens die letzten beiden Male. Allein schon, ich habe das schon öfter erlebt, dass du den geguckt hast oder nur reingeschmut hast nochmal oder irgendwas. Also das die Zahl, das kannst du auf jeden Fall locker verdoppeln. Naja, also ein Hörhinweis, falls ihr gerade noch ein bisschen zu viel Platz im Podcatcher habt oder nach einem bisschen neuen Futter seid, wo es auch mittlerweile schon ein bisschen ältere Filme geht, die auf jeden Fall deutlich vor 2000 noch entstanden sind. Keanu Reloaded von Christiane und Julius, die auch unter anderem ja Brainflix machen eigentlich und gesagt haben, jetzt in diesen Zeiten möchten sie gerade irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen leichtere Kost sozusagen machen und nicht gerade ganz tief in die Gedankenwelten absteigen oder psychische Erkrankungen. Heißt das, dass Keanu Reeves keine tiefsinnigen Filme gemacht hat? Nein, das heißt natürlich nicht. Aber es heißt auch, dass er Filme gemacht hat, die vielleicht andere Schwerpunkte haben. Was ist denn dein Lieblingsfilm mit ihm? Ist es Point Break? Er ist auf jeden Fall ziemlich hart, also ziemlich offensichtlicher Punkt, ja. Und dann, als sie dann so drüber gesprochen haben, habe ich auch nochmal so halb über die Filmografie geguckt und die haben auch erwähnt, und ich bin irgendwann, ja stimmt, ich bin aufgewachsen mit dem Speed. Speed ist auch so ein totaler verklärter Film durch die Kinder, den hatte ich vor einiger Zeit jetzt auch nochmal geguckt und war immer noch sehr, sehr angetan. Bram Stokers Dracula, die Coppola-Verfilmung. Den fand ich nie gut, obwohl ich es krass genial fand. Den hat mir nie gefallen. Ne? Das ist meine Lieblingsschauspielerin. Seht ihr? Eine Kleptomanin. Ich habe kein Problem. Das ist meine Schauspielerin. Kleptomanin und Kettenraucherin. Das ist meine Schauspielerin. Aber ich liebe sie abgöttisch. Ihr bin ich auch seit der Jugend treu. Ich glaube tatsächlich auch, dass Speed mein Lieblingsfilm mit ihm ist, weil Bill und Ted's verrückte Reise, die Filme funktionieren für mich jetzt nicht mehr. Das fand ich damals genial, aber jetzt nicht. Ist überhaupt nicht mehr gut. Lücken bei mir. Dann natürlich Matrix ist auch irgendwie, gerade da ich das letztes Jahr noch im Kino gesehen habe. Warte mal, letztes Jahr? 99, 2000, hatte ich den Anfangs, es wird alles schon wieder so weit weg. Naja, Matrix halt im Kino gesehen haben wir jetzt vor allem, das ist auch nochmal so ein heftiger Punkt gewesen, der Eindruck hinterlassen hat. Ja, da fand ich ihn auf jeden Fall sehr gut. Also ich mochte den ersten Teil sehr gerne, ich mochte Keanu Reeves in der Aufmachung unglaublich gerne und das war es dann auch. Denn die zweiten und dritten haben mir nicht so gefallen. Aber ich mochte auch Watcher mit ihm gerne, das war ein riesen Katzenflop, das weiß ich noch. Da bin ich mir nicht sicher, ich glaube, den hatte ich mal geguckt, aber also bin ich mir auch nicht sicher, Konstantin wollte ich zum Beispiel auch mal gucken. Also es gibt auf jeden Fall noch mehr als genug Filme, die ich von ihm nicht gesehen habe. Ja, auch John Wick 2. Den ersten und den dritten habe ich gesehen, aber den zweiten nicht. Er hat auch ein paar schöne Liebesfilme gemacht tatsächlich. Ja. Das Haus am See. Sandra Bullock, genau, wieder vereint. Ja. Fand ich, das ist ein Film, den man umso häufiger mal guckt, umso besser findet man ihn. Ich mochte ihn am Anfang gar nicht und das gucke ich ihn ganz gerne. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ja, auch so ein Fantasy-Film, ne, im Endeffekt ein bisschen. Ja, ja, ich stehe auf Paralleldimensionen. Also habe ich auch Wahnsinn. Mal in einem Podcast auch mal die Besprechung gehört, deswegen weiß ich das glaube ich auch nur. Ich stehe auf Paralleldimensionen, Zeitverschiebung, deswegen bin ich auch in Keanu aus Kulow aufgehoben, weil das ist ein richtig häufiges Thema in vielen Ecken. Das habe ich am besten nicht so häufig.
Ja, gibt es denn noch einen Podcast, den du abonniert hast? Ich habe tatsächlich, also es gibt mehr, ich habe noch mehr Podcasts abonniert, ja, aber ich kann jetzt auch nicht das ganze Pulver verschießen. Ich mache ja immer mal so ein bisschen ein. Und es kommt ja auch nicht immer einer dazu. Auch wenn immer wieder neue Podcasts, Filmpodcasts vor allen Dingen ja aus dem Boden schießen, habe ich auch nicht immer alle auf dem Schirm und weiß auch nicht von allen. Und vielleicht ja bei der nächsten Ausgabe wieder was. In diesem Sinne haben wir unseren Tanz zu Ende getanzt. Die Tagungen des Kongresses sind vorbei. Wenn ihr irgendwelche Meinungen habt oder Fragen, dann könnt ihr auf wiederaufführung.de gehen. Da findet ihr uns. Ihr könnt uns auf Twitter finden, Wiederaufführung. Ich habe das jetzt sogar so eingestellt, dass man uns, auch wenn man uns, glaube ich, nicht folgt oder wir einem nicht, einer anderen Person nicht folgen, dass man uns dann trotzdem eine private Nachricht schicken kann. Das war bisher, glaube ich, nicht der Fall bei Twitter. Und sonst seid ihr sowieso alle clever genug, um uns etwas mitzuteilen, wenn ihr das tun wollt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.